Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen mit dem Untertitel Vorsicht vor Dokumentationen. Ich hätte mir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen griffigeren Titel ausdenken können, aber mir ist echt mit der ganzen Recherche nichts Besseres eingefallen, als den Menschen zu sagen, dass sie eigentlich ihre eigenen Untersuchungen starten sollen. Das ist nämlich genau das, was jetzt der Bruder aus Belgien immer so sagt, do your own research oder mach deine eigenen Untersuchungen. Das kann natürlich kein anderer sein als der Jörg, der sich jetzt hier dazu schaltet. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Dokumentationen sind ja auf die erste Sicht eigentlich immer ganz interessant. Und wenn die dann auf solchen Kanälen im Fernsehen laufen, wie Arte zum Beispiel, dann gibt man denen auch noch einen gewissen Qualitätsstandard mit, wo man eigentlich auch oftmals denkt von, ey, das war ja mal interessant. Und jetzt mal eben ganz ehrlich und Scheiß beiseite. Manchmal sind diese Dokumentationen auch interessant in bestimmten Punkten. Das Problem ist nur, du hast ja gesagt, ich sage immer von macht eure eigenen Untersuchungen, das stimmt. Ich halte mich auch an zwei Sprüche, die Martin Luther gesagt haben soll. Und die stehen auf meinem YouTube-Kanal und werden auch auf meiner Webseite zu stehen zu kommen. Und der eine ist, Friede, wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Und das Problem ist, dass in diesen Dokumentationen eben nicht immer die Wahrheit, schon gar nicht die ganze Wahrheit erzählt wird. Und ein Weglassen des Teils, was man weiß, ist eben auch nicht in Ordnung. Deswegen geht der zweite Spruch eben, du bist nicht nur verantwortlich für das, was du sagst, sondern auch für das, was du nicht sagst. Und diese Dokumentationen, auch wenn sie noch so wundervoll sind, reiten im Grunde immer nur auf dem offiziellen, auf der offiziellen Berichtgebung rum. Man bekommt sehr, sehr wenig wirklich Einblicke in das, was wirklich Hintergrundwissen ist oder was wirklich dahinter versteckt ist, weil sie das einfach nicht aufdecken. Und deswegen sind diese Dokumentationen oberflächlich gesehen sogar fast anzuraten. Aber wenn man ein wenig wirklich die Wahrheit wissen will, dann kann man nur, wie du hier in dieser Sendung jetzt mit diesem Titel machst, Vorsicht vor Dokumentationen warnen davor, sich so etwas anzuschauen, weil damit bekommt man ein ganz anderes Narrativ eingeimpft. Na, das ist ja jetzt eine sehr schöne Bildsprache, passend zur heutigen Zeit. Und das Problem ist, wenn man das erst einmal eingeimpft bekommen hat, dann ist es schwierig, sich davon wieder zu lösen. Und ich persönlich möchte da ein wenig bei mir selber aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich zum Glauben gefunden habe, durch die Führung des Heiligen Geistes und durch Gott, weil ich habe Gott nicht gesucht, Gott hat mich gefunden und in die Wahrheit geführt, bin ich leider auch Betrügern, wie zum Beispiel den Sieben-Tags-Adventisten, auf den Leim gegangen und habe mir viele ihrer Eschatology, also ihrer Bibelauslegungsvideos, angeschaut und habe, weil ich von daher unbefleckt war, ja, ich da früher keine Studien über gemacht hatte, die Bibel nie gelesen hatte, keine Ahnung hatte von irgendwas, habe ich natürlich dann, was die gelehrt haben, aufgesaugt wie ein trockener Schwamm, das Wasser aufsaugt. Und heutzutage muss ich dieses ganze Wasser wieder rausdrücken aus dem Schwamm und echtes Wasser reinlassen, nämlich das Wasser von Jesus Christus, das Wasser des Lebens, die Wahrheit. Weil es sind so viele Lügen, die sich über die Jahre aufgestapelt haben, auch in diesen Dokumentationen und Vorträgen. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel von diesen ganzen Vorträgen spreche, ich nenne jetzt gar keine Namen, ihr wisst ja genug, über welche Leute man da spricht, wenn man sich die gängigen Videos auf YouTube anschaut. Und diese Vorträge sind ja eben auch oftmals Dokumentationen. Deswegen mache ich diesen Link mal eben. Und diesen ganzen falschen Mist da wieder rauszukriegen, das fragt unglaublich viel Mühe. Und viele Menschen, die jetzt dieses Video gucken oder diese Videos gucken, diese ganze reale Verschwörung oder besser gesagt, was sagt die Bibel über reale Verschwörung-Serie, die sagen auch mal, meine Fresse nochmal, das sind wir betrogen worden in dieser Welt. Nirgendwo erzählt man uns so die Wahrheit, wie sie hier erzählt wird, weil hier alles an der Bibel gemessen wird und Michael wirklich die Dinge zwei-, dreimal prüft und nichts über seine Lippen kommt in einem Video, was er nicht vorher wirklich geprüft hat und gegen die Bibel gehalten hat. Und so sollte es überall sein. Und
Das habe ich damals auch nicht gemacht. Und deswegen ist bei mir viel falsche Lehre eingesunken. Ich glaube, bei Michael, wenn er ehrlich ist, ihm gegenüber auch, sind auch bestimmte falsche Lehren eingesunken. Und ich glaube, niemand kann sich davon freisprechen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, seine eigene Untersuchung zu machen anhand der Bibel und die Bibel als Maßstab zu nehmen und sich durch den Heiligen Geist in die Bibel führen zu lassen und nicht durch irgendeinen Menschen, auch nicht durch mich, auch nicht durch Michael, durch niemanden, durch den Heiligen Geist. Wenn wir sagen, das und das müsst ihr euch mal angucken, dann ist das ja nicht verkehrt. Aber das wirkliche Verständnis davon bekommt ihr nur durch die Führung des Heiligen Geistes. Ich habe mit Tom Fress gestern auch wieder so ein Video gemacht über unsere Exploding the Israel Deception Lesung. Und das ist eine Sache, die immer wieder deutlich an den Ton kommt, was Tom immer wieder wiederholt. Im Englischen heißt es so schön, the truth has a certain ring to it. Das heißt auf Deutsch so ungefähr, wenn du die Wahrheit, wenn du über die Wahrheit stolperst, sag ich jetzt mal, wenn du auf einmal Informationen bekommst, die wirklich wahr ist, dann hat das einen bestimmten Klang. Das gibt dir ein gewisses Gefühl in deinem Bauch, eine gewisse Befriedigung von, ja, das stimmt. Das kann man gar nicht groß erklären. Da fehlen mir manchmal richtig die Worte, um das jetzt auszudrücken, was dieses Gefühl ist. Aber wenn man so die Bibel studiert oder bestimmte andere Dinge studiert und dann wirklich auf den Kern der Wahrheit gekommen ist, dann gibt das auf einmal ein befriedigendes und ein Glücksgefühl und ein, mir fehlen die Worte. Im Englischen sagt man, the truth has a certain ring to it. Das ist so, man hört einen Ton und sagt, das ist es. Das ist es. Und das ist unzweifelhaft so. Und deswegen, ja, um es kurz zu machen, sonst hat Michael keine Zeit mehr für seine Sendung, Vorsicht vor Dokumentationen und damit eben vor allen Dingen die, die er jetzt wahrscheinlich anspricht, über John F. Kennedy und andere Dinge, auch 9/11 zum Beispiel, führe ich da gerne mit bei, Vorsicht vor Dokumentationen, alles, was sie euch da sagen, ganz, ganz vorsichtig. Entschuldigung, Michael, für die lange Zeit, die ich gebraucht habe, das wurde mir jetzt eingegeben zu sagen. Der Punkt ist einfach, niemand von uns ist 100% objektiv und jedem kann ein Fehler unterlaufen. Wir sind eben nicht perfekt, wir sind eben nur Menschen. Und deswegen gilt natürlich dasselbe für Dokumentationen. Da wird immer irgendetwas sein, was natürlich die Färbung desjenigen hat, der die Sendung dann moderiert oder macht oder zu verantworten hat. Im Augenblick halt eben wir. Und deswegen fiel mir ein, bevor wir jetzt einen blumigen Titel wählen, sagen wir einfach mal, ihr müsst eigentlich alles in der Bibel messen und ihr müsst letzten Endes auch euren logischen Menschenverstand gebrauchen. Das, was natürlich das Fernsehen und die Medien allgemein uns abtrainieren wollen. Und deswegen fange ich jetzt erstmal an mit einem Zitat. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ein Zitat, was Kurt Tucholsky zugeschrieben wird, ist: Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Ich denke, das ist immer aktuell. Ob wir jetzt die 30er Jahre nehmen, ob wir jetzt die 80er, 90er Jahre nehmen oder ob wir jetzt die gegenwärtige Situation nehmen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn man wirklich wissen will, wo der Ursprung ist, wo die Quelle ist, muss man eben zur Quelle und nicht eben irgendwo da gucken, wo es gerade angenehm und bequem ist. Dann geht's mal los. Die Sensationspresse wird allgemein beschrieben, sehr interessant, als Yellow Press. Und das ist ein Terminus, der eben steht, das haben wir in Deutsch übersetzt hier, ein abfälliger Begriff für einen Mann, der gedankenlos und leichtgläubig ist, also der gar nicht richtig gläubig ist, sondern leichtgläubig ist, der leicht irgendetwas glaubt, der also nichts nachprüft und so weiter und der für billige und unwahre Sensationsgier liebt und lebt. Also, das möchte ich eben genau nicht sein. Ich möchte nicht in dieser Rubrik sein. Und ich meine jetzt nicht irgendeine Frau oder irgendjemand, der hier grinst oder auch nicht. Und auch nicht irgendein Format und so. Aber da geht es eben nicht um Wahrheit. Hier geht es letzten Endes um Verkaufen. Hier geht es um Schlagzeilen. Hier geht es letzten Endes nur um einfache, simple Unterhaltung. Das hat nichts mit dem Format hier zu tun. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Und uns wird ja immer erstellt, wir sind so, oder unterstellt, wir sind so Theoretiker und so. Nee, also eine Theorie ist halt nur so lange eine Theorie, bis sie nicht bewiesen wird. Und interessanterweise hat sogar jemand von der Universität von Miami zum Beispiel die Zahl von 60% herausposaunt, derjenigen, welche der Amerikaner, die immer noch daran glauben, dass es Verschwörungstheorien im Sinne auf den John F. Kennedy-Mord im 1963 gäbe.
Und wir werden beschuldigt, dass es gibt viele Verschwörungstheoretiker, die eben die Kennedy-Verschwörung oder den Kennedy-Anschlag als Beweis für andere unterdrückte Verschwörungen nehmen. Ja, und das ist ja auch völlig richtig so, weil die Kennedy-Geschichte war eine Verschwörung. Und da gibt es genug Beweise für. Und wir haben jetzt demnächst die Möglichkeit, hier mal ein paar ganz andere Fakten zu beleuchten. Leider relativ wenig an der Bibel, denn eigentlich haben wir schon eine ganze Menge Bibelzitate gebracht, aber immerhin vielleicht mal eine ganz andere Ecke zu beleuchten, auch für die aktuelle Zeit, die da draußen ist. Dann lege ich einfach mal los. Wie gesagt, mir ist egal, was irgendjemand über mich sagt. Wichtig ist nachher, was Gott über mich denkt oder was Gott halt letzten Endes dann halt die Wahrheit für Gott aussieht. Und das ist die absolute Wahrheit und nicht eben die Wahrheit für jeden, die er gerne hätte. Es geht hier nicht darum, irgendjemanden hier zufriedenzustellen. Es geht sich darum, Stunde der Wahrheit, geht sich einfach nur darum, was ist letzten Endes die wirkliche Geschichte hinter der Geschichte, die uns erzählt wird. Also, für mich persönlich ist der beste Hinweis auf eine Verschwörung von John F. Kennedy ganz einfach der hier. Und zwar der Anschlag auf seinen Bruder. Denn spätestens dann, wo man weiß, dass also die ganze Geschichte sich plötzlich wiederholt hat, dass also während eines Wahlkampfauftrittes der Robert Kennedy, der zum damaligen Zeitpunkt Präsidentschaftskandidat gewesen ist, dann auch durch einen einsamen, verwirrten Einzeltäter umgebracht worden ist, spätestens dann sollte man zweimal hingucken. Denn das ist der Zufall etwas zu viel. Also wenn jetzt beispielsweise ein Oscar Lafontaine einen Anschlag hat, nur mal als Beispiel, um jemanden zu nennen, und dann hätte jetzt beispielsweise sein Sohn oder sein Bruder oder wie auch immer auch einen Anschlag, der auch in der Politikerszene drin ist, dann würde man ja auch vielleicht ein bisschen skeptisch werden. Nur weil das jetzt etwas weiter weg ist und etwas länger her ist, ist das trotzdem eine absolute Singularität, die darin besteht, dass eben beide Menschen hier durch einen einzelnen Attentäter angeblich eben ihres Amtes beraubt worden sind. Denn der war immerhin zu dem damaligen Zeitpunkt der Regentschaft seines Bruders Justizminister und der war Senator und hat sich eben für den Kongress, ja nicht nur für den Kongress, aber der hat sich für die Präsidentschaft dann da aufstellen lassen und der hatte unglaublich gute Chancen und nicht wenige Menschen denken und sagen und schreiben, dass er also auch den Mord an seinem Bruder aufklären wollte und dann hätte er als Präsident eben ganz andere Befugnisse und deswegen finde ich einfach der beste Beweis, dass man bei Kennedy mindestens 10-mal hingucken sollte, ist eben der Anschlag auf seinen Bruder. Dann machen wir weiter. Übrigens, zu seinem Bruder, das ist Yellow Press. Ja, das ist jetzt weiß, das ist jetzt hier kein gelbes Bild und das ist auch schwarz-weiß, das ist natürlich wieder die Monroe. Und Yellow Press behauptet beispielsweise, dass der Herr Kennedy, Bobby, also Robert, dann eben die Marilyn Monroe umgebracht hätte. Und das fußt jetzt, und jetzt ist mal der Unterschied zu einer wirklichen Untersuchung, das fußt jetzt auf eine Aussage. Und das ist eben aus einem Bild, beziehungsweise aus einem Buch hier, Bombshell, die Nacht, wo Bobby Kennedy eben Marilyn Monroe ermordet hat, geschrieben von dem Detective Mike Rothmiller von dem Los Angeles Police Department zusammen mit Darkness Thompson. So, da kann man jetzt hier eine ganze Menge reden und da kann man jetzt eine ganze Menge drüber sagen, aber das ist so, dass wir jetzt hier eine Aussage haben und da, um eine Aussage zu validieren, brauchen wir aber dann mehrere Indizien und wir brauchen dann aber auch vielleicht irgendeinen Zeugen. Denn man darf nicht vergessen, die Kennedy-Geschichte lädt dazu ein, dass Menschen sich aufgrund dessen profilieren. Ich kriege jetzt hier kein Geld dafür, was auch irgendwo gut ist. Aber es gibt halt Menschen, die schreiben da Bücher und graben irgendetwas aus und irgendjemand behauptet es irgendetwas und dann wird das in einem Buch, weil es dann gedruckt ist, hat das für die Menschen einen höheren Stellenwert, als wenn irgendetwas mal von irgendjemand gesagt worden ist. Und da muss man auch drüber warnen. Es gibt genug Menschen, die mit dem Namen Kennedy in irgendeiner Art und Weise Geld machen wollen. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber es verkauft sich auch 60 Jahre ungefähr nach dem Anschlag an John F. Kennedy verkaufen sich Geschichten zu Kennedy. Und uns geht es um die Wahrheit und nicht darum, irgendein Buch zu verkaufen oder irgendetwas anderes. Und ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinauskomme oder hinaus will. Also von daher, das ist alles Yellow Press hier. Man kann das lesen, man muss es aber nicht unbedingt. Und es wäre dann hier so, dass angeblich der Robert Kennedy dann die Marilyn vergiftet hätte. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Justizminister hingeht und selber Hand anlegt, aber gut, wie gesagt, es verkauft sich. Ne? Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist jetzt auch gar nicht relevant. Relevant ist, dass eine Aussage getätigt wird aufgrund
eine Aussage, die man hat. Aber das ist eben dann nicht unbedingt die absolute Wahrheit. Ne? Das ist halt eben eine Geschichte, die hier erzählt wird. Ob die dann wahr ist oder nicht, kann gar nicht bewiesen werden. Also ist das letzten Endes gar kein Beweis und es taugt auch nicht zur Wahrheitsfindung. Es ist letzten Endes eine Meinung. Ja, da hat jemand mal gesagt, das ist so und so und so und der Polizist hat gesagt, ich habe den gesehen in Los Angeles und in der Nacht und so weiter. Aber ob er dann tatsächlich das gemacht hat, was ihm unterstellt wurde, das steht auf einer anderen Seite. Aber das ist gar nicht unser Thema. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist letzten Endes, dass ihr seht, dass alles in der Politik ganz gefährlich sein kann. Wir haben jetzt hier schon den dritten Mordfall. Ne? John F. Kennedy, Robert Kennedy, Marilyn Monroe. Wir haben hier komplett Mord. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die bei Marilyn Monroe von einem Selbstmord ausgehen. Aber gut, geht mal weiter. Also, das ist hier aus diesem Buch. Ja, dieses Buch hier über Marilyn Monroe sozusagen. Und damit verkauft man natürlich Bücher. Damit füllt man natürlich dann auch die Zeitschriften, auch die Yellow Press. Und ja, das ist dann eben so, wie ich jetzt gerade hier benannt habe. Und deswegen gehe ich da gar nicht rein. Aus dem ganz einfachen Grunde, das kannst du nicht beweisen. Und das gilt für alles Mögliche, was jetzt an Büchern und so weiter kommt, die nicht hieb- und stichfest sind. Es ist immer die Meinung von irgendjemand, der meint, irgendetwas gesehen oder getan zu haben. Ich möchte aber dahin, dass man vor allen Aussagen Vorsicht walten lässt und sich letzten Endes eine Meinung bildet aufgrund von allen Fakten, die man hat. Und dafür eignet sich eigentlich der Kennedy-Fall wunderbar. Denn wenn man es übertreibt mit Kennedy und alles zusammenmixt, kommt das dabei raus. Ja, also der Präsident wurde 129 Mal erschossen aus 43 verschiedenen Winkeln. Das ist so. Ja, also es gibt für alles gibt's eine Möglichkeit. Aber warum gehen wir denn nicht zum Ursprung? Wir haben doch letztens mal benannt, dass der John F. Kennedy im Vatikan gewesen ist und dass er da auf dem kleinen Stuhl Platz nehmen musste als nur König dieser Welt und eben nicht mächtigster Mann dieser Welt. Und wenn ich mir das halt angucke aus dem irischen katholischen Background der Familie Kennedy, den wir ja weitaus gut beleuchtet haben letztens und in vielen Folgen, dann habe ich hier eine offizielle Meldung, beispielsweise, dass der Kennedy Junior, also der sogenannte Impfgegner, ein Interview gegeben hat bei Vatican News über seinen Vater. Also da kann man mal wieder sehen, man kann da mit Fug und Recht daraus behaupten oder ableiten eventuell, dass der Herr Kennedy Junior bei allem Opposition, die er dann darstellt, dann doch dem Vatikan Interviews gewährt. Und möglicherweise hat das dann auch mit seinem katholischen Papa zu tun, denn dass sein Papa, der hier links ist, also Robert Kennedy, der auch umgebracht worden ist, damals in Los Angeles, wieder Los Angeles, interessanterweise, ne? Sie wie bei Marilyn Monroe, eben dann halt im Botschafterhotel, also Ambassador Hotel, der dann durch einen einsamen Sirhan umgebracht worden ist, offizielle Darstellung, der war auch beim Papst, wie man sieht. Guck mal, 1962 war der da. Associated Press sagt hier mit diesem Video, dass Robert Kennedy eben den Papst John getroffen hätte am 21. Februar 1962. Also genau der Papst, den sein Bruder und zu der Zeit amtierender Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, verpasst hat. Ne? Big John und Little John, erinnert euch. Ne? Das ist jetzt hier, wenn wir so wollen, Big John. So, aber der Herr Kennedy, Bruder sozusagen vom Präsidenten, Justizminister, der war da 1962 und zwar nicht alleine, sogar mit seiner Frau war der da. Und jetzt guckt mal, was der Herr Kennedy macht. Das ist der Justizminister der Vereinigten Staaten, der kniet vor dem Papst. Genau das, was sein Bruder nicht gemacht hat, aber er kniet vor dem Papst. Also wir können ja hier mit Fug und Recht behaupten, dass der ja wohl Katholik sein müsste. Ich meine, er kommt ja genau aus der Kennedy-Familie, aber ist schon interessant, ne? Das, was sein Bruder nicht machen konnte oder wollte in seiner Funktion als Präsident, konnte und wollte anscheinend aber sein Bruder in der Funktion des Justizministers der Vereinigten Staaten unter der Ägide seines Bruders, Präsident John F. Kennedy, konnte der dann machen. Der hat also dann, wenn man so will, sich dem Papst unterworfen. Zumindest kann man, glaube ich, diese Geste nicht viel anders deuten. Interessant. Und wie gesagt, 1962, wir reden von etwa einem Jahr vor dem Anschlag und wir reden darüber, dass auch hier die Geschichte ist, dass der Herr Kennedy noch nicht mal Präsident werden durfte. Und er wäre dann was geworden? Na, er wäre ja dann der zweite katholische Präsident und witzigerweise auch der zweite irische katholische Präsident geworden. Ich gebe jetzt doch einfach nur Anhaltspunkte. Man muss doch selber recherchieren. Und wenn man dann wirklich sieht, wie katholisch die Familie Kennedy ist, das sehen wir hier an seinem Bruder. Und es gibt auch genug Bilder von den beiden Kennedys-Brüdern zusammen, die dann halt das sogenannte organisierte Verbrechen bekämpft haben. Ja, was man ja auf dem Bild unglaublich gut sieht.
So, und hier seht ihr die damalige Frau von Robert Kennedy, die ja angeblich von ihrem Mann betrogen wurde, die dann halt niederknickst vor dem Papst. Also alles in bester Ordnung, zumindest aus der Sicht des Papstes oder des Papsttums. Und deswegen fand ich eigentlich so hier diesen Teller ganz toll, wo also hier dann die beiden katholischen Kennedys dann draufstehen und über ihnen steht dann jetzt hier die Büste des Papstes sozusagen. Unten drunter steht noch der schiefe Turm. Ja, und dass da einiges schiefgelaufen ist in der Kennedy-Geschichte, das, glaube ich, kann man ja ohne weiteres so konsternieren, denn beide sind ja ermordet worden. Interessant, oder? Also das mal als Hintergrundinformation. Für mich ist letzten Endes der Ausgangspunkt dessen, dass ich sage, das ist komisch, dass beide Kennedys gleichzeitig von einem Einzeltäter ermordet worden sind. Ja, und dass man da also bei keiner Geschichte jetzt wirklich eine offizielle Aussage zu hätte, dass es da eine Verschwörung wäre. Dass es also einfach nur ein dummer Zufall gewesen ist. Ich meine, wir kennen ja in der Neuzeit der letzten 100 Jahre, lass uns mal sagen, ja unglaublich viele Präsidenten, die durch einen verwirrten Einzeltäter umgebracht worden sind in Amerika, oder? Oder fallen uns dann nur die zwei Kennedys ein? Das ist ja auch komisch, oder? Das ist seltsam. Klar, der Ronald Reagan hat Glück gehabt. Mhm. Aber nochmal, ist schon interessant, ne? Dass also genau die Verbindung jetzt immer da zum Papst besteht und dass der Herr Kennedy Robert dann genau das gemacht hat, was der John F. Kennedy aufgrund seiner Funktion nicht machen wollte, konnte oder warum auch immer. Aber er konnte und wollte anscheinend. Interessant. Hier sehen wir jetzt, wieder zurück zu dem John F. Kennedy, hier sehen wir ihn jetzt zusammen mit Konrad Adenauer. Ich habe nochmal die Rolle zurückgemacht, weil ich habe von Sandra Hartl zum Beispiel, habe ich ein interessantes Video geschickt bekommen von dem Herrn Kennedy in Irland. Ich habe das jetzt hier nicht eingepflegt, aus dem einfachen Grunde, weil irgendwann wollen wir nochmal weiterkommen in der Geschichte. Aber mal interessant, ne, dass also genau in den 60ern anscheinend, darüber reden wir ja jetzt hier, dass eben da der Kennedy so beliebt gewesen ist, anscheinend haben die Leute es verlangt, dass er sich so zeigt. Denn wenn man sich die Menschentrauben da anguckt, die da jetzt ihm zujubeln und auf ihn warten und so weiter. Ich glaube nicht, dass die auf den Konrad Adenauer warten. Abgesehen davon seht ihr jetzt hier mal den Politikerwechsel. Der Kennedy war 1963, war der ungefähr 46 Jahre alt und der Konrad Adenauer 87. Also der hätte sein Opa sein können schon fast. 87 zu 46, ne? Das ist eine Hausnummer, ist doch ganz klar, dass der mit seinem dynamischen jungen Aussehen und seinem Lächeln, dass der da die Herzen im Sturm erobert, vor allen Dingen, weil die Deutschen natürlich ganz speziell die Amerikaner, zumindest damals, vielleicht offiziell, sagen wir mal so, als Befreiungsmacht angesehen haben, dass sie die Deutschen eben von den Nazis befreit hätten und auch vor den Russen geschützt hätten. Ich meine, das ist ja nun mal mehr oder weniger offizielle Meinung der meisten Deutschen gewesen, dass die Amerikaner gut sind und uns vielleicht ein bisschen viel Coca-Cola und Hamburger gebracht haben, aber dass letzten Endes die dafür gesorgt haben, dass wir zumindest in der Bundesrepublik Deutschland in Anführungsstrichen frei leben können. Ne? Ja, jetzt guckt euch mal die Fotos an von Kennedy. Da seht ihr jetzt hier beispielsweise, seht ihr hier Secret Service oder wer auch immer. Also sagen wir mal so Personenschützer mal in Deutsch. Ja, links und rechts daneben offen. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist nicht so viel in Ordnung. Ja? Und ich meine, ihr seht auch, dass das deutsche Repräsentationsmobil ein bisschen kleiner ausfällt als das amerikanische. Das ist eben bei den Autos genauso. Da sieht man auch, wer den Krieg gewonnen und wer den Krieg verloren hat. Aber hier seht ihr beispielsweise auch die Motorrad-Eskorte und ihr seht ja also auch wieder den Begleitschutz des Präsidenten sogar zu Pferd. Also wenn das jetzt hier nicht noch so eine alte Haube ist, dann ja, weiß ich auch nicht. Es wird aber noch interessanter. Und zwar, schaut mal, dass dieser Mensch jetzt hier, dieser Herr Kennedy, der hat nicht nur in Köln gesprochen, das wollte ich auch gar nicht gesagt haben, sondern der hat noch in einer anderen Stadt gesprochen, da kommen wir nämlich auch gleich zu. Aber jetzt seht mal, wie nah beispielsweise auf diesem Bild, wenn es um eine große Menschenmenge geht, wie nah jetzt hier der Begleitschutz am Präsidenten ran ist. Das ist Tuchfühlung. Also der hätte seinen Arm ausgestreckt und hätte am Tuch von dem Herrn Kennedy gezupft und ihn runtergezogen. Ja, das ist Tuchfühlung hier. Okay? Jetzt guckt euch mal bitte dieses Bild an. Ja? Trotz eines Aufgebots von Motorrad-Eskorte, wir reden hier über mindestens 20 Motorradfahrer ungefähr, und dahinter stehen noch eine ganze Menge andere, ja? Und trotz des Begleitschutzes schaffen die Personenschützer es nicht, die Fans, die Groupies oder wie auch immer, des Herrn Kennedy abzuhalten. Und wir sehen genau dieselbe Präsidentenlimousine, wie sie in Dallas verwendet worden ist, mit demselben Kennzeichen GG300 auf District of California zugelassen. Natürlich auch wieder ohne was? Genau, ohne Bubble Top.
Ne? Und diese Glaskuppel. Aber das ist auch eine Situation hier, die zeigt, wenn da jetzt, was weiß ich, irgendeine verwirrte Selbstmordattentäterin gewesen wäre, die vielleicht, keine Ahnung, irgendetwas unter ihrem weinenden Kleid und so weiter und dann gesagt hatte, ich muss dem doch einfach mal ein Tattoo verpassen, dem Herrn Kennedy, dann hätte das klappen können. Ja, man kann es natürlich jetzt auch darauf schieben und sagen, die waren jung und wussten nicht, was sie tun, oder die fanden den Kennedy so toll, wollten ihn heiraten, wollten auch First Lady werden, ich weiß es nicht. Das mag vielleicht auch so im Traum vieler Menschen gewesen sein, auch in Deutschland, dass sie gesagt haben, boah, der Kennedy, ich muss den unbedingt mal anfassen, der ist so toll, der kommt so toll im Fernsehen drüber, deswegen habe ich das extra so benannt, Popstar Kennedy. Der war ein Popstar, der war jung, der war dynamisch, der war erfolgreich, kann man ja wohl nicht anders sagen, als vornehmlich maßgeblich in einem freien Land der mächtigste Mann der Welt, ne? Zitat, Zitat. Ja, und trotzdem schafft es hier angeblich hier die Personenschützer nicht, das zu unterbinden. Vor allen Dingen auch, weil der Herr Kennedy darauf besteht. Ich meine, der lehnt sich ja nicht davon weg, ja, sondern der wendet sich ja zu. Und ihr seht ganz genau, wenn das jetzt hier beispielsweise Willy Brandt wäre, weil ich es nicht genau sehen kann, und das anscheinend Herr Adenauer ist, ja, die wollen nicht zu dem Brandt oder zu dem Adenauer dem Küsschen zu geben. Nein, die wollen zu dem Herrn Kennedy, ne? Jung, dynamisch, erfolgreich, ne? So alt, konservativ und will ja niemand. Ne? Aber hier, jung, dynamisch, erfolgreich. Ne? Nur die aktuelle Mode sozusagen, der Kennedy, ja, da wollten die den sehen. Ne? Da hier ist, da guckt keiner hin. Die gucken alle zum Kennedy und sagen, macht der denn jetzt? Küsst er dir in die Hand oder was? Also nochmal, es gibt genug Situationen, man hätte den Herrn Kennedy auch woanders mit einem Attentat aus dem Leben schicken können. Ja? Das ist nicht auf Dallas beschränkt. Das muss man ganz klar so sehen. Interessant, dass JFK in Köln, ja, wo er sagt, eine Stadt, die seit der Römerzeit eine besondere Bedeutung hatte für die Bewahrung westlicher Kultur. Ja, klar, Kolonie der Römer, logisch, ne, Köln. Mhm. Ja, und die Leute, guckt euch das an, wir reden über die 60er Jahre und so, ne, die sind hier angetan, die sind ja total fasziniert, das ist ein Erlebnis, ne, das ist ein Erlebnis, so einen wichtigen Menschen sprechen zu hören. Ihr seht auch hier noch eine sehr, sehr interessante heterogene deutsche Gemeinschaft. Ne? Ich glaube, so ein Bild kann man heutzutage schon kaum noch zeigen oder darf man vielleicht auch gar nicht mehr zeigen. Ist interessant. Ne? Für die Bewahrung westlicher Religion und westlicher Zivilisation. Ja, welche Religion meinten der Kennedy, wenn der in Köln spricht, mit der Römerzeit? Er meint natürlich die römisch-katholische Religion. Da sehen wir doch mal wieder, dass es doch wieder mit Politik wenig und mit Religion viel zu tun hat. Ja, auch bei seiner Ansprache, hier habe ich extra die Untertitel hier mit drin, ne? Das ihr hier seht, ne? JFK in Köln, 1963, ja, auch da gilt wieder die Religion, da kommt die Religion wieder mit drin, das kann der Herr Kennedy nicht trennen, das kriegt er nicht hin, ne? Das kriegt er nicht hin, das ist ein Staatsbesuch und trotzdem redet der von Religion. Und ich meine, es waren ja auch nicht alle in Deutschland in 1963 katholisch, ne? Darf man ja auch nicht verkennen. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Ja, so, jetzt kommt der Herr Kennedy nach Bonn, nach der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Immer noch mit dem, ja, Adenauer, Mercedes oder wie auch immer als Cabrio. Ne? Da sieht man ja die drei Musketiere. Jetzt guckt euch mal dieses Bild hier an. Ne? Da spricht der Herr Kennedy in Bonn vor einer beachtenswerten Masse sozusagen. Ja? Und hier steht direkt etwas, was wir genau kennen, auch aus der Hauptstadt von den Vereinigten Staaten von Washington. Und deswegen habe ich genau den Vers aus 3. Mose 26,1 eingefügt. Ihr sollt keine Götzen machen. Ein Götterbild und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten. Auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Haltet meine Sabbate und fürchtet mein Heiligtum. Ich bin der Herr. Eben hat der Herr Kennedy noch von der Religion gesprochen. In Köln, kaum ist er in Bonn, soll er zumindest laut Protokoll in Bonn auf einem Platz zu Menschen sprechen, wo er genau einen Obelisken anschaut. Ja, genau dieselbe Geschichte, als der Ronald Reagan bei seiner In-Amts-Einführung dann halt da in diese Richtung geschaut hat. Ich fand das schon mal sehr interessant. Ich meine, der Herr Kennedy hätte wahrscheinlich nirgendwo anders sprechen dürfen, aber da hat er gesprochen. Und das ist eben kein christliches Symbol, denn es gibt keine christlichen Symbole. Und selbst wenn es die gäbe, wenn jemand auf die Idee käme, würde er aber nicht so eine Säule nehmen, denn die sind ja ganz ausdrücklich in 3. Mose 26,1 verboten. Weil, wenn man sich mal guckt, wie viele Säulen beispielsweise die griechischen Göttertempel besitzen, ja, dann ist ganz klar, dass eine Anzahl von Säulen beispielsweise zwei einen Tempel darstellen und auch mehrere dann auch. Also wenn man sich antike Tempel anguckt, die bestehen immer aus Säulen.
Oder guckt euch die Akropolis an, wie auch immer. Guckt euch das an, das sind Tempel, sind das. Und das sind eben Dinge, die in der Bibel nicht erlaubt sind. Tja, aber wie gesagt, der Kennedy war eben nicht Christ, der war katholisch. Ja, und das ist jetzt nicht gemein gemeint und nicht fies gemeint, sondern das ist letzten Endes so gemeint, wie es dann wirklich ist. Es ist in der Bibel ausdrücklich verboten. Und da kann man das jetzt auch übersetzen, wie man will, wenn man sich die Originalübersetzung anguckt und so weiter. Dann heißt die jetzt hier in der King James Bibel, beziehungsweise in der Software ESOT, heißt das a standing image, also ein stehendes Bild. Und ich meine, das steht und widersteht. Ne? Ich meine, das Ding hat ja auch eine Phallus-Symbolik im Übrigen, ne? Ohne da jetzt die Sendung wieder ab 18 machen zu müssen. Das ist das genau das Problem, dass eben jemand, der sowas macht, eben nicht in den Satzungen des Herrn wandelt, Jörg. Ne? Ja, dann gehen wir mal weiter. Das ist der Herr Kennedy schon wieder in Bonn. Er sagt, Bonn ist eine Hauptstadt der freien Welt. Ah ja. Es gibt einen interessanten Artikel über das Besatzungsstatut, das angeblich dann 1954 dann wiederum zurückgenommen worden ist. Das hat man den Leuten damals erzählt. Also bis 1954 war also Deutschland offiziell besetzt. Und die Vorbehaltsrechte, steht jetzt aber hier auf dem heutigen Stand der Wissenschaft oder des Wissens von Wikipedia drin, die alliierten Vorbehaltsrechte verloren erst 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Inkrafttreten des 2+4-Vertrages am 15. März 1991 auch völkerrechtlich ihre Wirkung als Deutschland, und das ist jetzt nur eine Behauptung, das ist auch nicht die Wahrheit, die volle Souveränität wiedererlangte. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wo der Herr Kennedy 1963 gesprochen hat, weiß man heutzutage, wenn man Wikipedia glaubt, ja, dass es da immer noch alliierte Vorbehaltsrechte gab. Das heißt, Bonn war eben nicht frei. Oder drücken wir es anders aus, Deutschland war eben immer noch besetzt in einigen Gebieten. Ja? Also Freiheit ist immer relativ. Da kannst du jetzt in die Philosophie reingehen, da kannst du jetzt in den Humanismus reingehen, da kannst du bei Machiavelli reingehen. Ja, Freiheit ist immer relativ. Das heißt eben der Status oder der Zustand des freien Willens. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da lernen die Kleinen das schon, was eben freier Willen ist. Ne? Und das ist jetzt hier kein Druckfehler und auch kein Zufall, dass genau dieser Film Free Willy heißt. Ruf der Freiheit. Ha, guck mal, da haben wir schon wieder die Freiheit mit drin. Und hier geht es um einen Wal. Der ist natürlich nett, weil das ist ja hier Familienunterhaltung, Entertainment, Eindringen und Verderben. Ne? Also da lernen die Menschen oder die kleinen Kinder lernen schon, ah, Free Willy, ne? Also Freiheit und Free Will. Ne? Also wenn du das Y wegnimmst, ne, dann heißt das freier Wille. Das ist auch kein Zufall, dass die genau diesen Film so genannt haben. Ne? Also hier von den Dreharbeiten, Free Willy, da geht es sich eben darum, dass eben der kleine junge Jesse eben den, guck mal hier, Free His Killer Whale Friend. Also guck mal, da geht es sich um einen Killerwal. Doch nicht so nett, oder? Ist kein Schnuffeltier. Hat nicht irgendwie ganz kleine süße Öhrchen, die man am Arm streichelt und sich an ihn kuscheln, wenn man einschläft, sondern das ist ein Killerwal, ne? Aber es geht sich ja hier um den freien Willen. Ein 13 Jahre alter Orkinos Orca-Wal. Darum geht's. Also um die Verbindung eines Kindes oder eines Jugendlichen, 12 Jahre alt, mit dem Killerwal, der aber total nett ist und einfach nur frei sein möchte. Ne? Dass das eine Verbindung wäre, die die Eltern nicht besonders toll fänden, nach dem Motto, wenn der 12-Jährige von der Schule nach Hause kommt und sagt, Mami, ich gehe mal eben wieder spielen mit dem Killerwal, glaube ich, ist dann doch ein bisschen problematisch. Ne? Aber ich meine das auch gar nicht. Ich meine das jetzt auch so, wie ich das meine. Also, es ist immer so, wie das dargestellt wird. In den Familienfilmen ist alles wunderbar, alle gehen ins Kino und alle freuen sich und Popcorn. Ne? Und wenn ich aber andere Filme gucke über den Orca, den Killerwal, die ja alle nur frei sein wollen, ne? Der will auch frei sein, aber der tut was für seine Freiheit, ne? Der vergießt nämlich Blut dafür, der Killerwal mit Bo Derek. Wahrscheinlich haben auch viele Menschen den Film nur wegen Bo Derek geguckt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist ein Killerwal, ne? Aber der will auch frei sein. Also Freiheit gilt über alles, Freiheit scheint aber dann in dem Hinsicht, wenn es sich um Tiere geht, dann doch ein bisschen problematischer zu sein. Und ihr seht jetzt hier, dass es da Killerwale gibt, dass die angreifen und dass es noch mehr Killerwale gibt und blutiges Spektakel und so weiter. Aber es gibt auch Orca-Wale, wenn man jetzt wirklich auf die Entertainment-Beeinflussung der Medien sich einschießt, und das sind ja alles Dokumentationen hier, oder viele sind Dokumentationen, ja, Bild-Zeitung, ja, dann heißt es, die können auch weinen. Ne? Also der Killerwal weint dann stundenlang. Ja, so kann man Menschen wirklich an der Nase herumführen. Man kann auch wirklich dann Menschen mit Musik und mit Bildern und mit Dokumentationen unglaublich beeinflussen. Aber zurück von Free Willy zu der Freiheit, die jetzt hier wie benannt ist, mit ziviler Freiheit, Civil Liberty.
Und das ist eine ganz, ganz problematische Geschichte mit der Freiheit, ja, weil die einzelne Freiheit eigentlich da aufhört, wo sie den anderen irgendwo betrifft. Und es gibt hier in dem Buch Herrscher des Bösen, was der Jörg mir dankenswerterweise heute noch als Gedankenstütze genannt hat, gibt es nämlich auch genau diese Geschichte auf der Seite 240 des deutschen Buches, dass eben Freiheit immer relativ ist von dem Status, den dir sozusagen der Herrscher gewährt. Also das sind, wenn man so will, Privilegien, aber keine Selbstverständlichkeiten. Das ist eine Situation, die, glaube ich, hier und heute im Jahre 2022 doch noch hochaktuell ist mit dieser Freiheit. Ne? Nochmal, der Hintergrund mit der Freiheit ist eigentlich, dass der John F. Kennedy behauptet, Bonn wäre eine Hauptstadt der freien Welt. Und wir wissen ganz genau, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht frei war. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt 1963, offiziell nicht. Da gab es Vorbehalte von den Alliierten. Also war das unter Kontrolle hier, also war die Stadt nicht frei. Also der Kennedy hatte einfach irgendwelche schönen Worte gewählt, um beim Publikum anzukommen. Weil das haben die Bonner natürlich gesagt, ja, das finde ich super. Ja klar sind wir frei, wir sind toll und du bist jetzt unser Held und du bist der amerikanische Präsident. Und wenn wir könnten, würden wir dich wählen zum Bundeskanzler. Ne? Der Kennedy kann sich ganz toll verkaufen mit unheimlich tollen, blumigen Worten. Der ist aber weder Berliner, noch ist Bonn die Hauptstadt der freien Welt. Oder eine der Hauptstädte der freien Welt. Also ihr seht, das ist alles Sophismus und das hat alles mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und nochmal, die Freiheit ist eben dann immer an gewisse Bedingungen geknüpft, ist also gar keine absolute Freiheit, sondern eine relative Freiheit, das steht ja hier drin. Keine Rechte, sondern gewährte Privilegien, die jederzeit wieder entzogen werden können. Jetzt denkt doch mal an das Grundgesetz. Ja, und dann ist doch irgendwie klar, dass wir immer noch in einem römischen System leben, wo es eben keine Absolutismen gibt, wo eben nicht jeder frei geboren wird und eine freie Entfaltung möglich ist, sondern dass also aufgrund von Gesetzen überall regulativ eingeschritten wird. Und das ist doch ein ganz, ganz, ganz heikles Thema. Also dann nützt ja auch die Aussage von Kennedy nichts mehr, dass der mal vor knapp 60 Jahren erzählt hätte, dass Bonn die eine der Hauptstädte der freien Welt wäre. Dann geht man heute Abend nach Bonn und wollt einfach mal irgendwo in ein Restaurant rein, habt da aber schon ein Problem. So viel mal eben zu dieser Geschichte. Wir leben immer noch im Römischen Reich. Aber jetzt kommen wir endlich mal zu der Geschichte mit dem 22. November, nachdem ich jetzt fast eine halbe Stunde Einleitung gemacht habe, dass letzten Endes der Herr Kennedy uns auch nicht die Wahrheit erzählt, sondern der hat eine Rede, die irgendjemand ihm geschrieben hat und die verkauft er uns dann als Wahrheit und es klingt ganz toll, die Leute jubeln, die Leute möchten nicht von dem Politiker hören, wie brenzlig und wie gefährlich die Situation ist, sondern die wollen halt beruhigt werden. Heutzutage passiert das nicht mehr, heutzutage sind die Politiker diejenigen, die die Leute beunruhigen und die werden trotzdem gewählt. Also gut, der Stalin hat schon mal gesagt, mir interessiert das nicht, was die Leute wählen, sondern mich interessiert nur, wer die Wahlen auszählt. Ne? Gut, ich habe jetzt zig verschiedene Seiten, die ich mir angeguckt habe bezüglich des 22. September 1963. Aus dem ganz einfachen Grunde, man wird erschlagen von Informationen, wenn man jetzt den Kennedy-Fall aufrollen würde, so wie das eine normale Dokumentation oder irgendein Beitrag oder irgendein Buch macht, dann kommen wir ja damit mit 150 Sendungen nicht aus. Und ich weiß, dass es da jemanden gab, Veldorado, glaube ich, heißt der YouTube-Nutzer, der dann gesagt hätte und so weiter, er freut sich darauf, dass dieses Ding ähnliche Ausmaße annimmt wie die satanische Musik- und Medienagenda. Ich möchte das gar nicht so ausgebreitet machen. Ich möchte letzten Endes zum Nachdenken anregen und genug Anhaltspunkte geben, dass jeder selber nachforschen kann, denn das ist doch viel schöner, auch wenn man selber etwas herausfindet und vor allen Dingen, wenn man selber ein Erfolgserlebnis hat. Ich bin da hier nicht derjenige, der jetzt hier ein Buch schreibt und sagt, guck mal hier, das musst du jetzt alle kaufen oder so, sondern ich bin derjenige, der eigentlich Menschen dazu zur Wahrheit bringen will. Und wenn er das, und wenn Menschen vielleicht, die aus der Politik kommen oder aus Geschichtswissenschaften und aus dem Geschichtsinteresse kommen, wenn die erstmal über Umwege sozusagen erstmal zur Wahrheit, sprich Jesus Christus, kommen können, dann ist das doch völlig legitim. Das heißt, ich mache das doch nicht hier zum Selbstzweck, ich mache das doch nicht darum, weil ich irgendetwas über Kennedy wissen will, sondern wir machen die Serie hier, um festzustellen, dass es immer seit Anbeginn der Menschheit schon Verschwörungen gegeben hat und dass es sich auf dieser Welt nur um satanische Dinge wie Macht, Rücksichtslosigkeit, Geld und Ruhm geht. Ja? Und deswegen werden auch die Menschen natürlich dann umgebracht. Ja. Also, wir fangen mal an. 1963. Es geht sich hier um den 22. November 1963, wo ich ja gesagt habe letztens, das ist schon sehr komisch, dass man im November mit einem offenen Auto fährt, aber die Temperatur war ja angeblich so interessant und dass man da halt eben dann den Herrn Kennedy komplett frei zeigen wollte. Ne? Als Präsident der
sogenannten freien Welt, ja, sozusagen, oder Vereinigten Staaten. So. Jetzt habe ich hier aus der Seite JFK Library, also mal wieder die JFK Bücherei sozusagen, habe ich jetzt hier einen kleinen, aber feinen Artikel gefunden, wo das hier draufsteht und anfängt: Der Morgen in Fort Worth. Ein leichter Regen fiel am Freitagmorgen, der November, den 22. Aha, aber eine Menge von verschiedenen oder von einigen tausend stand eben dann auf dem Parkplatz außerhalb des Texas Hotels, wo die Kennedys eben die Nacht verbracht haben. Also ein leichter Regen war gefallen im November 22. Ja, wie sieht denn die Geschichte aus, wenn man jetzt mal wirklich jetzt mal komplett, ich wollte schon sagen querdenkt, aber wenn man jetzt komplett mal eigenständig denkt, die haben ja schon an dem Tag totales Glück mit dem Wetter gehabt, oder? Und ich glaube, das hat sich noch nie jemand, hat mal eine Verbindung hier gelegt. Und dann muss ich halt mal wieder der Erste sein, der nach Kurt Tucholsky da noch eben sagt, pass mal auf, ne, es bedarf einige Geschichten und auch Standfestigkeit und irgendwann mal sagen, ich beschäftige mich nicht mit den normalen Dingen, die Leute interessiert. Ich beschäftige mich jetzt nicht im Augenblick mit irgendwelchen Flugbahnen und solchen ganzen Sachen. Ich interessiere mich jetzt einfach für die Dinge, die da rumherum passiert sind. Und ich fange mal an mit nichts Profanerem als dem Wetter. Mal wieder. Aber vielleicht, wenn man das öfter wiederholt, ne, repetitive Dinge, dann bleiben die besser hängen. Okay, guckt euch mal Folgendes an. Das ist hier eine Zeitschrift. Die heißt The Dallas Morning News, also zu Deutsch die Dallas Morgennachrichten. Und die Zeitung ist genau vom 22. November 1963. Das heißt, die Zeitung ist rausgekommen, sagen wir mal so, ein paar Stunden bevor der Präsident ermordet worden ist. Und die bezieht sich jetzt hier auf Dallas. Und das, was jetzt hier draufsteht, von wegen, wen er jetzt da besucht und so weiter und so fort, der sieht jetzt hier einen konzentrierten Kennedy, eine grinsende Jackie und einen grinsenden Lyndon B. Johnson sozusagen. Und das ist gar nicht so wichtig, aber ich habe da eine Sache rausgefunden. Ich denke, das ist mal interessant. Guck mal hier, was da unten steht. Ne? Wetter, ne? Der heutige Index. Okay, dann gehen wir mal rein. Ne? Wetterindex, guck mal hier, Dallas. Ne? Considerable cloudiness, also guck mal hier, also beträchtliche Wolkenbildung und etwas kälter am Freitag mit Thunder Showers, also mit Regenschauern und so weiter, die im Nachmittag enden. Aha. In den tieferen 70ern Fahrenheit-Temperaturen, haben wir letztens ja schon ausgerechnet, das ist ungefähr so 20, 21 Grad. Aber das war jetzt deren, hier, von Dallas Morning News, deren Wettervorhersage für genau den Attentatstag. Ja? Das heißt, die haben beispielsweise gesagt, dass es da also Regen kommt und so weiter im Nachmittag und so weiter. Und die Temperatur ist okay, aber hier bewölkt und Regen, das ist das, was angesagt war. Zumindest in der Zeitung, fand ich schon mal interessant, oder? Hat eben nichts mit Sunny Weather und California Dreaming in Dallas zu tun am 22.12. Und wenn ich das jetzt mal auf einen der Nutznießer diesen Attentates münze, und zwar den damaligen Vizepräsidenten, der innerhalb von 2 Stunden und ein paar Minuten Präsident der Vereinigten Staaten wurde und aus mir völlig unbegreiflichen Gründen mit der größten Mehrheit der amerikanischen Wahlgeschichte dann in der zweiten Legislaturperiode dann auch noch bestätigt worden ist, obwohl er den Vietnamkrieg befürwortet hat und sonstiges, ausgerechnet der wird wo benannt? Der wird benannt in einer Rede vom 27. Mai 1962, während der Amtszeit von John F. Kennedy, dass er gesagt hätte, es ist der Grundstein für die Entwicklung eines Wettersatelliten, der eben erlauben wird, dass eben Menschen die Wolkenbildung und so weiter da beeinflussen und ultimativ eben das Wetter kontrollieren. Derjenige, der das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren. Das ist eine recht unbekannte Rede von Lyndon B. Johnson. Und genau jetzt kann ich euch diese Rede im Original zeigen. Das sind nur ungefähr 30 Sekunden. Und deswegen sage ich einfach mal, damit ihr wirklich seht, das hat er tatsächlich gesagt, währenddessen der Vizepräsident unter Kennedy gewesen ist. Hat er das gesagt? Und jetzt überlegt euch doch mal, warum sagt denn ein Politiker, der sich doch nicht mit dem Wetter auskennt, der ist doch kein Meteorologe, der ist doch kein Physiker, der Mann ist Politiker. Warum sagt er denn sowas? Also gab es doch schon Menschen, die vorausgeschaut haben oder aber schon in der Planung waren oder aber schon Versuche gemacht haben, das Wetter 1962 zu kontrollieren. Deswegen, Film ab. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Also, derjenige, der das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren. Wer kontrolliert denn die Welt, laut der Bibel?
Das ist er hier. Ja, das ist nicht er jetzt hier als Person, sondern er als Regent eines Amtes, also das Papsttum und die Menschen, die hinter dem Papsttum stehen. So, und das heißt letzten Endes, dass die Menschen, die hinter dem Papsttum stehen, wenn die Welt beherrschen, dann würde das behaupten, dass wenn diese Menschen, die also wirklich die Welt kontrollieren, auch das Wetter kontrollieren. Ne? Das gibt ja mal eine ganz andere Perspektive, finde ich jetzt zumindest, in dieser Region, dass wenn ein Politiker, ein Vizepräsident der Vereinigten Staaten 1962 ungefähr ein Jahr und ein halbes, anderthalb Jahre vor dem Anschlag sagt, derjenige, der das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren. Das ist ja mal interessant. Woher wusste der das denn? Aber was wir ja wissen, ist, dass dieser Mensch, und ich habe jetzt hier nicht eingeklebt, aber ich kann es gerne nochmal hier rein kopieren, dass der Mensch zum Ritter geschlagen worden ist, ne? Des Papstes. Klick, klick, klick. Und dann, glaube ich, dann ist es interessant, dass, wenn ich zum Ritter geschlagen werde, ich ja jemanden habe, der über mir stehen muss, der mich zum Ritter schlägt, gell? Also mich kann ja nur ein König oder irgendeine Würdenträger, kann mich ja erstmal zum Ritter schlagen. Ne? Ich bin ja als Ritter nicht der Herrscher der Welt, also ist er überhaupt nicht der Herrscher der Welt. Na? Interessant. Interessant. Also derjenige, der jetzt hier als Herrscher angesprochen wird, wie beispielsweise hier der Papst Pius IX, da etwas weit vorher, vor unserem jetzigen Papst, der eben für sich in Anspruch genommen hat, die weltliche und die kirchliche Macht zu vereinen. Und das wäre natürlich dann der absolute Herrscher der Welt, der natürlich dann, wenn man so will, die Gedanken, den Glauben und die materiellen Reichtümer der Menschen kontrolliert. Ja, danke schön. Also hier heilt Cäsar und Cäsar ist derjenige im Römischen Reich, der ja auch einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Aber der Papst möchte also eben dann einen Anspruch nehmen für sich. Der Cäsar, also der weltliche und der geistige Herrscher, weil Cäsar hat sich selber als Gott gesehen damals, der sich nun an euch richtet und welchem allein Gehorsam und Treue ihr schuldig seid. Also das Papsttum hat weit, weit, weit im 19. Jahrhundert schon von sich gesagt, dass es das einzige Weltreich ist oder derjenige ist, der Papst auf dem Papstthron sitzt, der eben dann Cäsar ist und damit halt Gott und oberster Politiker und alles in sich vereint. Ne? So, dann machen wir weiter. Und das ist jetzt wirklich kein Spaß. Also dieser Vizepräsident Johnson hat da an der Südwest und ausgerechnet wo? Ausgerechnet in Texas gesprochen. Warum? Naja, das Attentat hat in Texas stattgefunden. Er war in Texas Gouverneur gewesen, er war Vizepräsident gewesen und er macht dann auch genau diese Rede. Wo? Auch genau in Texas. Interessant, oder? Dass sich immer alles um Texas dreht. Ne? Denn nochmal, der John F. Kennedy ist nicht in Bonn einem Attentat zum Opfer gefallen, sondern in Texas. George W. Bush kam auch aus Texas. Mhm. Ja, es ist sehr interessant. Also alles bezieht sich bei dem Herrn Johnson immer auf Texas und auch das Attentat bezieht sich natürlich auf Dallas, ganz klar. Also ihr seht hier wirklich, das ist kein Spaß. Es gibt dieses, ihr habt ja eben gesehen als Video, es gibt diese ganzen Geschichten. Es gibt auch noch das Rennen um den Weltraum. Ja, der hat eine ganze Menge gemacht. Der war jetzt nicht nur für Vietnam zuständig oder so. Der hat eine ganze Menge erzählt. Ne? Guck mal hier, was da steht. Ne? Regenmachen wird benutzt als eine Waffe durch die Vereinigten Staaten im Jahre 1972. Das hat jetzt wieder nicht genau mit ihm zu tun, mit dem Lyndon B. Johnson, aber mit dem Lyndon B. Johnson hat es andere Dinge zu tun. Die Message, die Nachricht an den Kongress, Transmitting Sixth Annual Report on Weather Modification. Also hier geht es um Wettermodifikation. 24. Mai 1965, nachdem Kennedy umgebracht worden ist. Ich sag doch jetzt nicht, dass der Lyndon Johnson für das Wetter am 22. November in Dallas verantwortlich war. Ich sag nur, dass es sehr, sehr komisch, dass also aufgrund des Wetterberichtes, der gar nicht so optimal aussah, man trotzdem Kennedy in offenem Auto gefahren hat und das ausgerechnet hinter ihm, der absolute Nutznießer, erstmal Lyndon B. Johnson ausgerechnet über eine Wettermodifikation geredet hat, 1962, wo da hier noch überhaupt niemand über irgendetwas darüber nachgedacht hat. Das möchte ich einfach mal benennen. Ich meine, ihr seht doch, welche Verbindungen die ganzen Leute haben. Und der Lyndon B. Johnson ist eben Kreuzritter gewesen. Und nicht nur das. Ja, und möchte ich mal eben zufügen, im Nachhinein wissen wir ja heutzutage auch, dass sie während des Vietnamkrieges auch das Wetter beeinflusst haben, das teilweise sehr stark haben regnen lassen, um eben den Gegner mehr oder weniger zu unterspülen. Oder eben auch in Nordvietnam diese gegrabenen Gänge zu überfluten und solche ganzen Sachen. Also das ist ja heutzutage, rückblickend ist das ja bekannt. Das kann jeder ja nachforschen. Also du hattest, glaube ich, in einer anderen Sendung dieses berühmte Papier angeholt,
das von 1996 war oder was, wo sie meinten, in 2025 beherrschen wir das Wetter. Selbst wenn das so ist, dass sie es in 2025 beherrschen, dann auf dem Weg dahin müssen sie ja schon eine ganze Menge Fortschritte machen. Die wird man ja auch irgendwann mal merken. Genau. Und das hat angefangen, also wenn du mich jetzt fragst, das ist jetzt meine Theorie, mit Tesla-Experimenten Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das geht schon viel länger als 96. Ja, und da gibt es auch noch ein interessantes Video von Kate Bush. Cloudbusting, wie das heißt, über eine Regenmaschine mit Anleihen an Wilhelm Reich. Da reden wir dann auch über die Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Da reden wir so auch weit vor dem John F. Kennedy. Also es gibt eine ganze Menge in dieser Hinsicht, was da geforscht worden ist. Ja. Und wenn du das Papier anholst, dann mache ich eben hier den Schwung. Ne? Das ist dieses Papier der Air Force im Übrigen. Das besagt, dass es aus militärischen Erwägungen und Strategien eben so wäre, dass man 1996 da ein Papier gemacht hat, wie man denn und dass man denn bitteschön das Wetter als ein Verstärker der Schlagkraft sozusagen dann benutzt und dass man das Wetter eben dann owned, ne? Also dann wirklich besitzt im 2025. Jetzt sind wir in 2022 und wir haben Mistwetter im Augenblick. Wir haben immer so Dauerherbst irgendwie. Wir haben gar keinen richtigen Winter mehr. Und man sollte vielleicht da mal zwei und zwei zusammenzählen. Finde ich zumindest. Ja, auch wenn es jetzt im Augenblick erstmal über Kennedy geht. Aber bitte, also wir reden jetzt hier über Sachen, die in den 60ern passiert sind, die jetzt hier offiziell in Zeitschriften stehen, wenn das jetzt echte Artikel sind. Ne? Entschuldigung, Michael, aber da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Das Wetter besitzen, das erinnert mich dann an Intermediate. Ich weiß, absolut. Absolut, ja, absolut. Ne? Alle Medien zu besitzen. Ne? Also von daher. Ja. Können wir eben sagen. Absolut. Aber das, wie gesagt, wenn man. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, in einer Lesung über Kennedy da reinzugehen, wenn es nicht um Lyndon B. Johnson gedreht hätte. Und das war eine Aussage, die er anderthalb Jahre vor dem Attentat schon getätigt hat. Also es wäre doch so, es gibt ja verschiedene Webseiten, die das auch behaupten, hätte es an diesem Tag geregnet, dann wäre der Kennedy nicht offen gefahren. Das ist doch das Thema. Ich meine, am 22. November mit einem offenen Auto unterwegs zu sein, bedingt einfach gutes Wetter. Ganz einfach. So, und dass wir das hätte den Plan ins Wasser fallen lassen. Es hätte den Plan ins Wasser fallen lassen. Ja? Vielleicht noch ein anderer Punkt hier in dieser Überschrift hier. LBJ sagt, es ist Zeit, das Wetter zu verändern. Das Wetter ist ja nicht immer nur das Wetter draußen. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel das politische Wetter. Ja, aber er hat sich politische Wetter, wenn man einen Präsidenten wegholt und einen anderen reinsetzt. Ja, ne? Aber er hat sich natürlich jetzt in der Rede da in 1962 hat er sich jetzt auf Wettersatelliten benannt und das streite ich gar nicht ab, aber man muss ja immer die multiplen Lagen sehen, Level sehen, auf denen solche Dinge oftmals gemeint sind. Die sagen ja oftmals etwas, was offensichtlich gemeint ist, aber meinen im Grunde etwas ganz anderes. Ich erinnere dich nur mal kurz eben an die Rede von Ronald Reagan in der Vereinten Nationen 1987, wie es denn wäre, wenn die Menschheit auf einmal einem gemeinsamen Feind von außen gegenüberstünde, wie schnell wir unsere Diskrepanzen und Schwierigkeiten weglegen würden und gemeinsam gegen diesen Feind vorgehen würden. Jeder interpretiert das als Außerirdische sein, aber ein Virus, eine Krankheit, die von außen den Menschen bedroht, das ist es ja, weil es dringt ja so gesagt in den Menschen ein, ist ja genau dasselbe. Er sagt das eine, aber meint vielleicht etwas ganz anderes. Ne? Mhm. Immer auf verschiedenen Leveln sind solche Sachen. Deswegen finde ich schon interessant. LBJ sagt, es ist wichtig, das Wetter zu ändern. Es ist Zeit, das Wetter zu ändern. Von welchem Jahr war das denn? Das ist von 1966. Der hat doch Vorkenntnis. Und ja, natürlich. Nachkenntnis. Ne? Wenn ja, das ist ja genau Dinge der sagt, Punkt. Eben, da muss man das ja auch ein bisschen anders sehen und legen. Ich geb dir recht, der Artikel hier ist über das Wetter. Okay, aber Wetter hat eben auch verschiedene Bedeutungen. Es gibt ja auch ein politisches Klima. Es gibt ja auch ein politisches Klima, wenn man da jetzt reingehen möchte. Aber, Das ist ja das, was ich meine. Ja, Wetter, Klima ist ja Jacke wie Hose. Ne? Ja, aber es steht ja hier drin. Guck mal hier, ein nationales Programm der Wettermodifikationen. Der Foundation Report sagt es hier, würde inkludieren eben Forschung in Auflösung von superkalten Nebeln, Wolken und so weiter und so fort, Unterdrückung von Hagel und so weiter. Wolken säen für Regen, Unterdrückung von Hagel und
den Weg und die Natur von Wirbelwinden, also Hurricanes, wie wir das heutzutage im Deutschen ja auch nennen, und Umleitungen von Stürmen in die Richtung von trockenen Gebieten und so weiter und so weiter. Ja, ist schon interessant. Ich will ja auch gar nicht gegensprechen, dass er hier über das Wetter spricht, nur er spricht eben auf verschiedenen Leveln. Und wenn er das eine sagt, kann er eben auch irgendwo das andere meinen. Ja, das wollte ich auch mal. Aber für mich und den Zuschauern mitgeben, Michael. Für mich ist halt einfach so klar, liegt Dallas in Texas, liegt das ziemlich weit südlich in den Vereinigten Staaten. Das heißt, da ist die Chance größer, einen schönen warmen Sonnenwärmertag zu erreichen, als jetzt irgendwie oben in Washington, in dem Bundesstaat oder so, an der Westküste, wo halt nur Tannen und so stehen und ganz viele Tannen stehen und so. Oder jetzt in, was gibt's da noch? Ohio und so weiter und so fort. Oder Delaware. Aber dennoch, ne? Also ich meine, solche Aussagen oder im Vergleich. Maine. New England und so. Ja, also im Vergleich dazu, ne, Control of Space, genau wie jetzt hier sagt, ich habe dieses Zitat allerdings nicht belegen können, dass die Kontrolle des Raumes oder Weltraumes bedeutet die Kontrolle der Welt. Also es hat sich alles mit der Kontrolle von oben zu tun, ne, sowohl Wetter als auch eben den Weltraum, ne, das ist ja ganz klar. Ich meine, aber es Wetter, geht immer um Weltkontrolle, ne? Ein Wetter, ja, also wenn man immer so sieht, dann wäre er so ein total toller Gegner für James Bond, ne? Also die wollen ja auch immer an die Weltherrschaft, ne? Ja. Ja, und die hat ja auch gesagt, ne, ich will überhaupt keine Hoffnung, ne, ich möchte nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid, ihr sollt panikieren. Das ist genau wie das Bundesministerium des Innern, die sagt, die geschwindete Schockwirkung bei C19, ne, das, und die wollen halt alle nur mit Angst, die Leute Angst machen und zum Gehorsam zwingen, ne? Und das ist eben die Frau Thunberg. Angeblich macht die was fürs Klima. Die könnte ja sogar auch, haben wir jetzt hier aus der satanischen Musikagenda Folge 150 über ABBA, wo ganz klar ist, dass der Herr Björn Ulvaeus Mitglied einer Geheimgesellschaft ist. Angeblich kann sie ja Kohlendioxid mit bloßem Auge erkennen, ne? Also alleine schon mit dieser Fähigkeit sollte die eigentlich ja zur Welt rumbringen. Warum die da noch immer freitags frei haben muss und dann protestieren muss, muss mir ja auch mal jemand erklären. Wenn ich so eine tolle Fähigkeit habe, dann müsste ich ja schon längst irgendwie eine Größe in der Wissenschaft sein. Aber gut, wie gesagt, man kann vieles erzählen, vor allem, wenn es von der Mutter kommt. Ne? Für jede Mutter ist natürlich die Tochter allerbeste Kind auf der Welt, ist ja ganz klar. So, und die hat jetzt eben mit der Auslöschungsrebellion zu tun. Wer war der erste Rebell in der Bibel? Das war Lucifer. Also, die reihen sich hier in eine Reihe ein über die Ausrottungsrebellion. Also, die sind also dagegen, ausgerottet zu werden, als wenn der Mensch in der Lage wäre, das Klima weltweit und so weiter zu steuern. Moment, halt, was hat der Lyndon B. Johnson gesagt? Derjenige, der das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt, ne? Okay, sehr interessant. Und dieses Symbol, dieses Extinction Rebellion zum Beispiel, das ist einmal der Buchstabe Sigma und einmal halt einfach jetzt hier die zwei Seiten eines Hexagramms, die man dann zusammen auseinanderziehen kann, also 666. Ja, und der Papst freut sich darüber, der mächtigste Mann, oder sagen wir mal so, der Führer der Welt, zumindest nach außen hin und so weiter, der freut sich dann über die Greta Thunberg. Greta Thunberg freut sich auch, eine Win-Win-Situation im Übrigen auch, denn wenn das Wetter schlecht ist und die Leute Angst haben, muss sie nicht zur Schule gehen, ne? Das ist ja auch super. Also Zeit zu rebellieren, alle stehen auf der Straße, aber das Problem ist jetzt genau auch mit dem Sigma-Buchstaben, ist übrigens der 18. Buchstabe im griechischen Alphabet. Griechisches Alphabet heutzutage hochaktuell, war vor 2-3 Jahren noch gar nicht absehbar, dass er so plötzlich wieder das griechische Alphabet so eine richtige Renaissance erlebt. Und Friday for Future ist dann genau auch 3x6, also 6. Buchstabe, 6. Buchstabe, 6. Buchstabe, also sowohl das Sigma-Symbol, das man hier dann sieht, ne, das ist auch die Hälfte von dem, ne, wenn man da mal 2 nimmt, dann hat man nämlich genau wieder diese Sanduhr, die angeblich also uns Sand ins Getriebe streuen will und dann auch die Ecken eines Hexagrammes, ja, und deswegen ist alles 666, aber gut, das war jetzt Greta zusammen mit dem mächtigsten Mann der Welt oder der mächtigsten Organisation der Welt und laut Lyndon B. Johnson sind dann diejenigen, die das Wetter kontrollieren, die beherrschen dann auch die ganze Welt, also da kann man jetzt mal 2 und 2 zusammenzählen und da kommt 4 raus. Was ist denn sonst noch außer dem tollen Wetter passiert am 22. November 1963? Es gibt Zahlenspiele, beispielsweise der 30.3., ja, März, ne, wäre Endsumme 33, 29. April dasselbe, 28. Mai, also ist jetzt ganz simple Mathematik hier. Ja, und auch der 22.11., also der 22. November, würde dann auf 33 auskommen. 33, eine Zahl, die ja etwas mit einem Meistergrad zu tun hat in der Freimaurerei und noch ein paar andere Bedeutungen hat. Also sehr interessant. Da kommen wir dann noch viel später mit rein in diese Geschichte vom 22. November. Unter anderem haben wir schon mal benannt, dass eben der 22. November, also 22 plus 11 macht 33, in 330 Jahren
Jahren vorher eben der Tag gewesen ist, wo eben die katholische, wie soll man sagen, geistige Armada dann eben rübergekommen ist und eben dann USA besiedeln wollte, was ja dann auch geglückt ist, die Ark and the Dove. Also ausgerechnet am selben Tag sind die in See gestochen und er ist jetzt hier in seinem offenen Boot dann da umgebracht worden. Ne? Präsident Kennedy ermordet. Ja, und er ist der Nutznießer hier, ne? Der Lyndon B. Johnson. Und bevor wir jetzt hier reingehen, brauchen wir noch ein bisschen. Übrigens, zum Thema Lyndon B. Johnson, nur um das abzuschließen und jetzt gleich in die Dokumentation reinzugehen, gegen Jahresende 1963, wir wissen, das Attentat hat stattgefunden am 22. November 1963. Gegen Jahresende 1963, sagt Wikipedia, drohte die sogenannte Bobby Baker-Affäre ein Korruptionsskandal, in den Johnsons engster Vertrauter Bobby Baker, der dem Vizepräsidenten so nahe stand, dass er den Spitznamen Little Lyndon verpasst bekam, verwickelt war, Johnsons politische Karriere vorzeitig zu beenden. Meine Zukunft liegt hinter mir, äußerte Johnson gegenüber Freunden. Erst nach Kennedys Ermordung wurden die Ermittlungen eingestellt. Wir können mit Fug und Recht davon ausgehen, was auch viele Menschen tun, dass die sagen, hätte Lyndon B. Johnson noch, hätte Kennedy überlebt, dann wäre Lyndon B. Johnson nicht Präsident geworden. Und vor allen Dingen, dann hätte er eine ganze Menge Probleme gehabt vor Untersuchungsausschüssen und so weiter. Also im Sinne von Lyndon B. Johnson war das Wetter, das Klima an dem Tag richtig gut. Jetzt kommen wir nämlich genau zu der Geschichte Vorsicht vor Dokumentationen. JFK bis 9-11, ja, alles ist der Trick eines reichen Menschen. Ja, reiche Menschen haben halt mehr Tricks, die haben halt mehr Möglichkeiten. Geld regiert die Welt, wie halt alle sagen. Und das ist eben hier eine Dokumentation von einem Francis Richard Connolly. Über 1 Million Mal angeguckt, würde man jetzt den Statistiken von YouTube Glauben schenken. Ne? Aber das bezieht sich hier genau auf die Ermordung von JFK an dem Novembertag. Ja, so sieht das aus. Und interessanterweise sitzt nämlich hier der Gouverneur von Texas, also schon wieder Texas, mit dem Auto und eben nicht der Lyndon B. Johnson. Der fährt in einem anderen Auto und vermutlich wusste der auch genau, warum. Da habe ich hier geschrieben, out in the open, denn der Unterschied ist, man hätte ja auch einen Präsidenten vergiften können. Man hätte ja auch einen Präsidenten jetzt, keine Ahnung, irgendwie hinterrücks oder so, meuchelmörderisch oder was weiß ich, abends im Wald und hast du nicht gesehen. Ja, oder auch in Bonn, aber es muss ja unbedingt in Dallas stattfinden. Ich meine, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, wissen ja genau, warum das da stattgefunden hat, aber das ist nun mal eben dazu. Und es gibt zwei Dokumentationen, die ich benutzen werde. Zum einen hier von Francis Richard Connolly. JFK to 9-11, Everything's a Rich Man's Trick, also alles ist der Trick eines reichen Mannes. Und das zweite ist die Dokumentation von Dr. Daniele Ganser, JFK-Mord in Dallas 1963. Ganser hat bei mir einen Sympathievorschuss, aber nicht bezüglich dieses Videos. Ich finde ja immer, dass er schön ist und einfach von einer Menschheitsfamilie redet, was ja auch stimmt, ja, dass wir alle eine Familie und alle irgendwo Menschen sind. Aber er sagt hier halt einfach Dinge in dem Video. Deswegen sage ich nochmal, Vorsicht vor Dokumentationen. Vorsicht auch vor meiner Reihe, weil es könnte sein, dass meine Reihe christlich angehaucht ist. Aber ich gebe das ja wenigstens offen zu, aber der Ansatzpunkt von dem Herrn Ganser ist ein ganz anderer. Er sagt zum Beispiel, ein Film zum Thema Kennedy zur Ermordung gibt es nur einen und das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt zum Zeitpunkt des Anschlages mindestens 4 Filme, die mir bekannt sind, plus einen, den ich höchst verdächtig dafür halte, einen speziellen Film angefertigt zu haben. Also das, was er jetzt sagt, es gibt nur hier den einen Film, den ja jeder kennt, das ist gar nicht richtig. Das ist nicht richtig und das könnt ihr selber checken in dem Video, was ja online steht, ja, bei 8 Minuten 32, also das stimmt schon mal nicht. So, weiter geht's bei Daniele Ganser. Er sagt, der Mord an Kennedy wurde durch Alan Dulles in Auftrag gegeben. Und jetzt muss ich direkt einen Einschub machen, und zwar den hier. Alan Dulles war damals, bevor er aus dem Amt entfernt wurde durch John F. Kennedy, nach dieser Bay of Pigs-Affäre, nach dieser Schweinebucht-Affäre, war der damals Chef der CIA, des Auslandsgeheimdienstes, Chef vom Secret Service, wenn man so will. Jetzt ist es aber so, dass es einen anderen Geheimdienstchef gab, namens William Casey, der gesagt hat, wir wissen, dass unser Desinformationsprogramm vollständig ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, und das tut auch der Herr Ganser, dass der Herr Alan Dulles,
der zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr leitender Direktor der CIA war, aber immerhin über die ganzen Jahre ein veritables Netz von Kontakten logischerweise geknüpft hat, wenn er jetzt der Hauptverdächtige ist für den Mord an Kennedy, dann muss der Herr Ganser mit der CIA als Auftragstäter rechnen. Aber die CIA, deren Aufgabe ist, laut einem neueren Direktor, William Casey, eben die Disinformation. Das heißt, alles, was wir an öffentlichen Quellen bekommen über den Herrn Kennedy, beziehungsweise über den Mord an den Herrn Kennedy, ist Disinformation. Das ist die Aufgabe des Geheimdienstes, Disinformation. Das heißt, wenn der darin verwickelt ist, dann wird der Geheimdienst natürlich alle möglichen falschen Spuren, falsche Theorien und falsche Behauptungen legen. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich halte den Herrn Alan Dulles nicht für den Auftraggeber. Ich halte ihn nicht für eine unbedeutende Person, aber ich würde ihm nicht so eine Wertigkeit beimessen wie Daniele Ganser. Es geht sich um Disinformation. Das heißt, alles, was wir auf den ersten Blick erklärt bekommen, bitte alles in Frage stellen, auch meine Ideen, alles in Frage stellen, bitte die eigene rationale Denken, eigenen gesunden Menschenverstand einschalten. Ja? Die Argumentationskette von Daniela Ganser heißt, der Herr John F. Kennedy hätte eine Rede gemacht und hätte gesagt, mir wurde von jedem der Hurensöhne, von den Militärexperten und CIA-Leuten, mit denen ich den Fall geprüft habe, versichert, dass der Plan erfolgreich sein werde, Zitat Ende, so Kennedy während nach dem Fiasko in der Schweinebucht. Die Wut des Präsidenten traf den mächtigen CIA-Direktor Alan Dulles, hier rechts im Bild, der 8 Jahre lang die CIA angeführt hatte. Kennedy entließ Alan Dulles zusammen mit Richard Bissell, dem Chefplaner der Schweinebucht-Invasion. Was der Herr Ganser macht, ist, er schießt sich einfach auf die politische Ebene ein und sieht nicht das Bild als Ganzes, so wie wir das als Christen sehen. Und warum er das nicht so sieht, kann ich jetzt auch gleich sagen, das wird auch gleich kommen. So, und 1975 publizierte der amerikanische Senat einen 350 Seiten langen brisanten Bericht und deckte darin auf, dass die CIA unter Alan Dulles auch danach mehrere Mordanschläge auf Politiker in verschiedenen Ländern durchgeführt hatte, darunter Vietnam, den Herrn Diem, Kongo und Kuba. Und das war das sogenannte Church-Komitee. Der Mann hieß Church. Ne? Ist ein interessanter Name, Church-Komitee, aber der Mann hieß Church und die haben das dann also da nachgewiesen. Ne? Die angebliche Association-Plots, also Verschwörungspläne, die eben ausländische Führer betreffen. Ne? So, das ist da gewesen. Mein Punkt ist, dass es klar ist, dass die CIA die Möglichkeit hat, wie jeder Secret Service Menschen umzubringen. Das wird für 100 People bei James Bond mit den 2-0 mit der Lizenz zum Töten. Diese Lizenz haben natürlich der Auslandsgeheimdienst. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil die in ihren Geheimoperationen nicht rechenschaftspflichtig sind, meiner Meinung nach. Ganz einfach. Und wir reden jetzt hier auch noch, weil wenn das nicht rauskommen soll, dann kommt das nicht raus. Dann, wenn du es keinem erzählst und du und als Agent bringt jemanden um, ja, und dann wird der gedeckt vom Geheimdienst, wenn es eine Operation war. Teilweise werden ja diese Morde von hohen Regierungsmitgliedern angeordnet. Ne? Also beispielsweise, was eben ganz kurz vor der Ermordung von Kennedy stattgefunden hat, ist, dass eben in Südvietnam angeblich der CIA-Präsident eben den Herrn Diem da gestürzt hat und dass der getötet wurde, wäre aber jetzt gar nicht geplant gewesen seitens des CIA, sondern das wäre halt letzten Endes so gewesen, dass die Putschisten da in Rage geraten wären. Ne? Also es war nur die Beseitigung des Menschen geplant gewesen, aber halt eben nicht die Ermordung. Da kann man jetzt alles mögliche auf eingehen. Und jetzt kommt nämlich die erste Geschichte. Der Herr Ganser blendet hier was ein? Der blendet sein Buch ein, was da heißt Imperium USA. Daraus zitiert er, daraus sind die Quellen hier und so weiter. Ich finde es auch gut, dass ich das hier benutzen darf im Rahmen der Sendung hier. Nochmal, es geht sich hier um die Aussage, die sich in seinem Buch wiederfindet. Ja, das heißt, es ist hier auch ein Interesse natürlich vorhanden, dass die Menschen natürlich dieses Buch da irgendwo kaufen. Klar. Ja? Der Herr Ganser sagt über den Warren Report, guck mal, wer da aufscheint, das ist nämlich genau der Mann, der jetzt eben vorher gekündigt worden ist von Herrn Kennedy, der Herr Dulles. Die Warren-Kommission hätte behauptet, dass die Schüsse, die Kennedy töteten, alle durch den Einzelattentäter Lee Harvey Oswald abgefeuert wurden, und zwar vom Schulbuchgebäude. Ja? Und deswegen haben wir nämlich eine Kugel, die zweite, die sogenannte Single Bullet Theory, die später umgedeutet wurde als Magic Bullet, aber Magic Bullet findet sich meiner Meinung nach nicht in dem Warren Report, sondern da gibt es eben eine Single Bullet Theory, dass die eben sämtliche Verletzungen von zwei Menschen dann halt da verursacht hat und dann fast jungfräulich ausgetreten ist. Ne? Eine Sache, die natürlich jeder, der sich irgendwie mit dem Thema auskennt, völlig hanebüchen ist. Das ist noch nie auf der Welt passiert, nur am 22. November. Ne? So, und das ist die Zeitleiste jetzt hier von dem Herrn Ganser, die ich jetzt ein bisschen strange finde oder seltsam finde, weil die nicht chronologisch ist.
Also der Mann, ich schätze ihn sehr, aber er ist Historiker und ich hätte erwartet, dass er in einem Video die chronologische Reihenfolge einhält. Das fand ich ein bisschen komisch, dass er das in seinem Vortrag nicht gemacht hat. Das hat natürlich nichts mit der Wahrheitsaussage der einzelnen Behauptungen zu tun. Ich hätte das jetzt nur irgendwie etwas schlauer oder eleganter gefunden, sagen wir mal so, das jetzt alles mal chronologisch zu machen. Ich kann ja auf die Punkte, kann ich ja ganz kurz eingehen. Ich will eigentlich gar nicht da so viel auf eingehen. Also das stimmt auch. Das mag stimmen, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Dass der Lee Harvey Oswald ein Sündenbock ist, ist auch klar. Dass der Herr Alan Dulles in der Warren-Kommission völlig fehl am Platze ist, ist auch logisch. Dass es da Schüsse gäbe vom Grashügel, mag sein. Ja? Der Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison ist für mich ein absoluter Desinformationsagent. Das kann ich deswegen sagen, weil wenn der nicht hätte ermitteln sollen, dann ist der weisungsgebunden vom Justizministerium. Ja, das heißt, wenn der nicht hätte ermitteln sollen, dann wäre da auch nichts passiert. Aber wer hätte denn ein Interesse daran, dass der irgendwo ermittelt? Oh, da fällt mir jemand ein und der heißt Robert Kennedy. Ja, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ich müsste jetzt mal eben gucken, ich kann ja nicht alles im Kopf haben. RFK, dann meine ich, ja, 6. Juni 68. So, und der war Justizminister. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt auch war während der Ägide von Lyndon B. Johnson. Aber interessanterweise hat eben der Bezirksstaatsanwalt 1967 die Untersuchung gemacht, wo eben der Bruder des ermordeten Präsidenten noch gelebt hat. So, dann geht es über den Film von dem Herrn Zapruder, dann geht es über die entführte Leiche, was auch nicht viele wissen. Das ist ein sehr interessantes Video. Ich sage jetzt nur mal, dass es da einige Ungereimtheiten auch gibt, meiner Meinung nach. Und die CIA, das ist ein sehr interessanter Punkt, guckt euch das Video an hier. 10. Punkt, CIA behauptet, Verschwörungstheorien seien Unsinn. 1967 und Robert Kennedy will den Fall neu aufrollen und stirbt 68. Und das ist eben genau die, hätte ich jetzt auch hier weiterlesen können, ist nämlich genau die Geschichte, dass ich glaube, dass der Jim Garrison da auch Rückendeckung bekommen hat. Noch, ja, Jim Garrison hat sehr seltsame Ideen, was den Tod von dem Präsidenten angeht. Er hat ein paar interessante Punkte, aber der ist way over the top, wird der Amerikaner sagen. Also das hat nichts mit stringenter Untersuchung zu tun von Garrison, meiner Meinung nach. Das ist auch. Auch, ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde dem Herrn Garrison jetzt nicht, der ist jetzt nicht derjenige, der die Wahrheit auf der Spur ist, großartig. Der hat hier ganz komische Leute angeholt, die er verdächtigt hat und das ist dann die zweite, dritte Reihe. Aber er geht nicht an die erste und die zweite Reihe dran, meiner Meinung nach. Das ist die Geschichte, die ich dazu sagen und beitragen will. So, zum Glück hat der Way Herr. over the top, Michael, schießt weit über das Ziel hinaus, würde man in Deutsch sagen, Ja. glaube ich. Er benutzt auch eine Fotomontage aus dem Spielfilm, also das ist das, wie es nicht stattgefunden hat, das ist aus dem Film eben. Das finde ich auch gut, dass man das A zeigt und B auch dann direkt benennt, dass es eben nicht der originale Film ist. Das ist nämlich jetzt genau dieses Argument, wo Leute Jahrzehnte ihres Lebens darauf verwenden, über die Oberflächlichkeiten, hätte der schießen können in 6,5 Sekunden, wie genau ist das dann und wie gut konnte der schießen? Der Lee Harvey Oswald war ein sogenannter Marksman, das ist die schlechteste Klassifizierung eines Schützen, eines besseren Schützen sozusagen. Da gibt es noch andere Graduierungen drin. Der war gar nicht so ein besonders toller Schütze und vor allen Dingen, wenn der halt aus einem erhöhten Standpunkt auf ein von sich selber wegfahrendes Ziel schießt, so arbeitet niemand. Der jemanden definitiv umbringen will. Ja? Denn der amerikanische Präsident musste sterben, aus dem ganz einfachen Grunde. Hätte der überlebt, dann hätte das ganze Land den Täter gejagt. Ja? Dann hättest du auch nicht untertauchen können, dann wäre die ganze Welt, alle Geheimdienste zusammen hätten dann den Täter gesucht. Also, das war eigentlich schon klar, dass wenn man sich auf einen amerikanischen Präsidenten einschießt, sozusagen, dass man das auch dann hundertprozentig machen muss. Und deswegen wird man sich sicher nicht das Texas School Book Depository ausgesucht haben. Das hat andere Gründe. So, aber ganz kurz zu der Geschichte mit dem Herrn Kennedy. Der Nitrattest, der eben dann negativ gewesen ist, hat eben nachgewiesen, dass der Lee Harvey Oswald eben keine Schusswaffengebrauch im Tag gemacht hat. Es sei denn, der wäre jetzt in einem Ganzkörperkondom unterwegs gewesen und hätte dann eben nichts von irgendwelchen Schmauchspuren oder sonstiges irgendwie zurückbehalten. Aber ansonsten, wie man an Fotos von Lee Harvey Oswald gesehen hat, war der also ganz normal in dem Gebäude und hat eben dann da aller Voraussicht nach noch nicht mal einen Schuss abgegeben. Und dieser Nitrattest, den sehr gut
Tod, der Herr Ganser da jetzt herausstellt als Indiz, der ist eigentlich das K.O.-Kriterium für die weitere Vermutung der Täterschaft und der Alleintäterschaft von Harvey Oswald. Das große Problem, was wir aber jetzt haben, ist, der Nitrattest, der kommt natürlich auch von einer öffentlichen Behörde. Das heißt, du kannst nichts glauben. Ja? Schon wieder haben wir ein Problem, dass der Herr Ganser natürlich jetzt auch einer offiziellen Quelle glaubt als Historiker und sagt, ja gut, der Nitrattest war so, also ist das dann ganz klar erwiesen, dass er das nicht war. Aber du kannst natürlich auch jeden Test und jedes Dokument fälschen, auch klar. Ne? Das heißt, wir kriegen aus diesen ganzen Sachen kriegen wir keine Wahrheit heraus. Und warum das so ist, ist ganz einfach, weil alles von offiziellen Stellen gedeckt und manipuliert und auch erstellt werden kann. Ne? Da gibt es Gefälligkeitsgutachten, da gibt es Studien, ja, das gilt auch noch in 2022, gell? Ja, und die berühmteste Zeile aus dem JFK-Film von Oliver Stone, der überhaupt kein Kind der Traurigkeit ist, ist eben, dass der Kopf von Kennedy geht eben zurück und zur linken Seite und eben nicht nach vorne. Also das deutet dann nicht darauf hin, dass ein Schuss von hinten gekommen wäre. Aber da ist aber noch lange nicht dabei. Was ich das Problem habe, ist, dass diese Dokumentation sehr interessant ist, aber dass diese Dokumentation natürlich für die Leute, die sich wirklich für Kennedy interessieren, irgendwie nichts Neues bietet, sondern ist eigentlich der Versuch von dem Herrn Ganser, da jetzt mal in den JFK-Fall reinzugehen und mal zu zeigen, welche Verstrickungen es gibt zwischen den Politikern und welche Macht die Geheimdienste haben. Dafür ist dieses Video gut, ne? Dass also der Herr Ganser beispielsweise sagt, dass eben da die Leiche da entführt worden ist an dem Tag. Ja, das ist ja auch ein Punkt, den kaum einer irgendwie benennt. Ne? Also wenn das stimmt, was der Herr Ganser da sagt oder seine Dokumente sagen, dann ist das tatsächlich so und auch verschiedene Seiten behaupten das, dass also da der Sarg vertauscht worden ist. Ne? Und wie gesagt, die CIA hätte also jetzt hier extra ein Memorandum rausgegeben über die Verschwörungstheorien, Conspiracy Theories. Und das ist eben dann so, dass sie von sich weisen, dass der Lee Harvey Oswald jemals für sie gearbeitet hätte. Wir haben hier andere Datenlage, aber die kommt erst ein bisschen später. Und das ist eben dann so, dass dass es eben klar ist, dass man Verschwörungstheoretiker abwerten will und diskreditieren will. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Wort hier, ne? Diskreditieren will. Ja, sehr interessantes Video von dem Herrn Ganser. Ich weiß nicht, an was er glaubt. Wie gesagt, ich würde unglaublich gerne mit ihm reden, aber die Technik der Achtsamkeit, die er dann am Ende des Videos einspielt und so weiter und so fort. Ne? Also es geht sich hier um eine esoterische, neue Gesundheitsmethode, die gar nicht neu ist, aber die letzten Endes den Fokus auf einen selber legt. Ja, und das ist eben die Geschichte, daran erkenne ich, aus welcher Ecke der Herr Ganser seine Inspiration bekommt und die kommen eben nicht vom Heiligen Geist, ne? Das wollte ich mal benennen. Und das ist alles, was es hier ist, sieht schön aus und der Mann kann ganz toll reden und ist hochintelligent und angenehm, aber wie gesagt, er geht nicht in die Hintergründe des JFK-Attentats rein. Deswegen ist das jetzt auch hier eine Vision, damit die Menschen beruhigt sind und sagen, aha, jetzt wissen wir Bescheid, der Alan Dulles, der war das. Und es gibt ja auch ein Buch darüber, über den Alan Dulles, dass er die Täterschaft gehabt hätte. Ja, und da macht der Ganze eben genau die Geschichte, dass er aus welchen Gründen auch immer nicht in die Tiefe geht. Ne? Weil behaupten kann ich alles und oberflächlich sieht alles logisch aus. Ne? Der erste Apfel, der eben Adam verführt hat und der Apfel, der eben Newton aufgewacht hat mit seiner Gravitationstheorie und auch der Apfel, der eben kreiert worden ist oder Apple von Steve Jobs, dem Gründer oder Mitgründer von Apple. Hätten wir jetzt auch noch die Beatles. Da ist auch schon mal eine Lüge drin, ne? Ja, eben. Hätten wir jetzt auch noch die Beatles. Seduced Adam. Adam wurde nicht verführt. Ich weiß. Sondern Eva wurde verführt. Ja, ja, ich mein, steht ja auch. Ja. Ja. Natürlich ist das wieder falsch. Erstens war es ja kein Apfel und zweitens war es nicht Adam, der verführt wurde durch den Apfel und der gar kein Apfel ist. Also wenn kein Apfel da ist, kann ich nicht durch einen Apfel verführt werden. Ne? Und wir hätten auch die Beatles mit Apple Records hier benutzen können und tausend andere Sachen. Aber wie gesagt, auf den ersten Blick, wenn man erschlagen wird von Informationen, ist das alles total logisch. Ja klar, stimmt, ja, Paradies, Apfel, genau, ja, Verführung, richtig, ja, hier, ach, Newton, ja, ach, der Apfel, ja, aber wenn man das alles nachprüft, da bleibt nichts von über, vor allen Dingen auch die Theorie der Gravitation hat nichts mit dem fallenden Apfel zu tun, ne? Das mit dem Newton finde ich irgendwie am geilsten. Er sitzt da, fällt ein Apfel auf den Kopf und deswegen hat er eine Theorie. Ja, deswegen hat er in seinem ganzen Leben noch nie was fallen sehen. Ja, aber vor allen Dingen hat er dann auch Matsch in der Birne, ne, wenn der Apfel da runterfällt, ne? Auf der Birne auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Ja. Apfel und Birne, ne? Ja, ich habe das ja in meiner Serie Science, also Wissenschaft ist die neue Religion, auch benannt. Ist ja die Fallgeschwindigkeit, hat nichts mit der Gravitation zu tun, ne?
Das ist völlig falsch. Bei Gravitation geht es um die Anziehungskraft von schwereren und leichteren Körpern. Und das hat eben nichts damit zu tun mit einer Fallgeschwindigkeit. Ne? Das ist völliger Blödsinn. Ne? Ich habe noch nie gesehen, dass sie also zwei Steine sich innerhalb von ein paar Jahren bewegt hätten oder so. Ne? Also das, wie gesagt, das ist unglaublich, welchen Müll erzählt wird hier von Planet Wissen. Ne? Also erstens, die Erde ist kein Planet und Fallgeschwindigkeit im Medium Luft, das ist mein Kommentar, hat nichts mit Gravitation zu tun. Das hat eben, ist eben dann irgendwie Planet Glauben, aber wir leben nicht auf einem Planet. Also wie gesagt, das weiß eigentlich jeder, der die Bibel liest, aber manche Menschen wissen das nicht. Also dann eben die Geschichte zurück zu dem Francis Connolly mit Everything's a Rich Man's Trick. Ja, das ist jetzt hier ganz kurz zu dem Urheber dieser unglaublich, glaube ich, 3 Stunden lange Dokumentation, die sehr, sehr interessant ist und die so interessant ist, dass ich dir vorstellen muss und die ganz oft geguckt worden ist. Und meine Meinung dazu ist eine ganz andere als diejenigen, die diese Dokumentation gesehen haben. Vorsicht vor Dokumentationen. Ja, die spricht nämlich hier, diese Doku, über die wahren Geheimgesellschaften, die für die meisten eben ein Geheimnis darstellen. Ne? Eine Dokumentation aus dem Jahre 2014 von diesem freundlichen Mensch, der auch noch dann den Erzähler und den Präsentator da memt in diesem Video. Francis Connolly. Nie gehört? Guck mal, sein populärstes Buch heißt eben genau wie der Film. Ja, und es ist nicht mehr lieferbar. Und das ist auch das einzige Produkt, was der Herr Connolly jemals geschrieben hat. Moment, kann das sein? Die International Movie and Database.com spuckt mir aus als Information über den Herrn Connolly, dass das ein Schreiber ist, der eben für diese Biografie bekannt ist. Aber für nichts anderes. Das ist es. Du hast den Namen von dem Mann, du hast das Gesicht von dem Mann und du hast diese Dokumentation, die auf seinem Buch beruht. Und Dokumentation ist erstklassig von der Präsentation, nur nicht vom Inhalt. Aber macht ja nichts. Ja? Und deswegen sage ich jetzt mal, ich mache jetzt hier mal ganz einfach auch mal so ein bisschen Brainstorming und sage halt einfach, okay, ist das der richtige Name von dem Mann? Wovon lebt er? Wie kommt er dazu, so eine teure Dokumentation zu drehen? Wie kommt er dazu, so ein Buch zu schreiben? Wer hat ihn finanziert? Wer hat ihn protegiert? Wo hat er recherchiert? Und wer ist das überhaupt? Ist das überhaupt ein Schreiber oder hat er vielleicht noch einen anderen Nebenjob? Ist er vielleicht irgendwo bei einer Organisation beschäftigt, bei einem Trust, bei einem Fundus, bei einer Stiftung? Ja? Was ich glaube ist, dass dieser Mensch aus gutem Grunde diese Dokumentation gemacht hat, weil er diese Dokumentation machen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der in seinem ganzen Leben ein Buch schreibt und eine Dokumentation dreht und niemand kann herausfinden, wer wirklich hinter diesem Mann steckt. Klar, wenn man jetzt Stunden investiert, dann kriegt man wahrscheinlich raus, vielleicht ist er irgendwie bei einer Zeitung angestellt oder sowas ähnliches. Aber nochmal, ja? Das ist für mich, ist die Geschichte jetzt hier, hat einen ganz komischen Geschmack. Und ich glaube, dass da eine Agenda hintersteckt, um Menschen nach vorne hin die Illusion zu geben, dass diese Dokumentation auf Geheimgesellschaften eingeht. Denn genau das, was diese Dokumentation macht oder machen oder von sich beansprucht, macht sie nicht. Aber auch wirklich null. Denn nochmal, die Geschichte mit der CIA bezieht sich ja auf Disinformation. Und was dieses Video ist von dem Francis Connolly, ist Disinformation. Alles, was hier ist, ist Spionage und Gegenspionage. Es geht also einfach nur um Informationen oder um Lügen. Und ich habe noch jemanden von der CIA, der heißt Leon Edward Panetta. Der war mal Secretary of Defense, dann war er CIA-Director und so weiter. Also der hat hier unglaubliche Karriere gemacht, der Mann. Dieser Herr Panetta ist geboren 1938, ist also gerade jetzt hier schlanke 83 Jahre alt. Und der hat also jetzt hier bei der CIA ein ganz große Nummer gewesen. Und übrigens, diese Phrase hier, ich werde die CIA in 1000 Stücke zerschlagen und so weiter, den geht zurück auf das frühe 19. Jahrhundert aus einem Methodisten-Magazin im Übrigen hier. Ne? Break it into 1000 pieces and scatter into the winds of heaven. Ja, also die ist dem Herrn Kennedy zugeschrieben, aber ich habe bis heute noch keine offizielle Quelle gefunden, wo das dann eben irgendwo bezeichnet ist. Das kommt übrigens auch aus einem Buch von 1916 namens Greenmantle heraus von John Buchan. Ja, da steht es dann auch drin hier, Greenmantle, da steht. Make no mistake, madam, I will tear this sacred garment into 1000 pieces and scatter them onto the wind. So, das kann also überall herkommen und es kann sein, dass der John F. Kennedy das irgendwo gelesen hat, aber es gibt halt keine Quelle dafür. Ne? Kann das nicht sein, dass das aus der Bibel kommt, Michael? Daniel Kapitel 2, die Statue, die von einem Stein in den Füßen getroffen wird und die
Königreiche dieser Erde darstellen, die Ja, in tausend aber Stücke, dann die wäre in das viele eine. kleine Stücke zerfällt und Nee. vom Wind verweht werden. Ja, aber dann wäre das Das kein, ist ja dann wäre versucht, das kein. ungefähr zu bringen. Ja, aber dann wäre das kein Zitat, dann wäre es eine Allegorie. Ja? Und Ja, deswegen. eben, Ja. das ist ja der Punkt. Die nehmen also die Bezeichnung daraus, nehmen sie aus Daniel, Kapitel 2. Und dann ist das ziemlich weit unten, weil da geht es um Ja, den Stein nicht ausgehauen mit 25 oder irgendwas, Menschenhand. ja, irgendwie sowas. Na? Ja. Ja, und das, Ah, ja, Iron Brass, and there so. was the iron. Ja, das war's. Ja. Nee. Ach, nee, kurz zurück. Wer ist noch? Then was the iron, the clay, the brass, the silver, the gold broken into pieces together and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. Vers 35. Da erinnert mich das direkt dran. Das ist jetzt meine. Ich meine, ich muss ja auch mal einen kleinen Beitrag Naja, bringen ist zu gut. meinem Video. Aber da erinnert mich das dran, wenn ich sowas direkt lese. Ja. Von Leon Panetta habe ich hier eine interessante Anekdote. Der war ja mal CIA-Direktor, wie man hier sieht. Ne? Also genau dieselbe Geschichte, wie Alan Dulles mal gewesen ist. Und der war ja Direktor der CIA, ne? Im Jahre 2009 unter Barack Obama. Und der hat damals die Operation eben beaufsichtigt, die eben den Osama bin Laden dann eben dann da gefunden und umgebracht hat. Ne? Das Problem ist dann nur, wir reden jetzt hier von Osama bin Laden. Und gleichzeitig gibt es ein interessantes Video, was es auf YouTube zwar noch gibt, aber genau in der entscheidenden Stelle ab 5 Minuten 13 der Ton komplett wegfällt. Ja? Also da ist jemand hingegangen und hat aus diesem sehr interessanten Video der pakistanischen Premierministerin Benazir Bhutto genau die Aussage audiotechnisch, also tontechnisch rausgeschnitten. Ja, und das kannst du kaum verstehen dann noch. Dann bei 5 Minuten 13. Und zwar hat sie dann gesagt, hier, The man who murdered Osama bin Laden. Habe ich jetzt richtig gehört? Haben die anderen gesagt, ja, du hast richtig gehört. Ja? Sie haben versucht, diesen Teil bei YouTube, es ist kein Spaß, ja, diesen Teil bei YouTube jetzt hier rauszuschneiden. Ja, das ist wirklich kein Spaß. Ich mache jetzt hier keinen Spaß. Ihr seht jetzt hier Zensur auf dem höchsten Level. Das heißt, das Video ist noch da, ist nach außen hin überhaupt nicht zensiert. Ja, und plötzlich, wenn man da reingeht, ist genau der veritable Teil dieses Videos hier ab 5 Minuten ist hier total, ist der Ton total weg. Könnt ihr gerne, ne, hier Benazir Bhutto, Frost over the World, könnt ihr gerne reingehen. Plötzlich versteht ihr nichts mehr. Zum Glück. Ja, zum Glück mache ich ja ein bisschen öfter Recherche und da habe ich mir gesagt, da lass mich nicht von abschrecken hier. Ja, denn ja, es ist ganz klar, sagt jemand, dass die Amerikaner ihn nicht umgebracht haben. Das gab kein Beweis dafür und so weiter. Die haben ihn einfach in den Ozean entsorgt, sozusagen. Und der war nämlich längst schon tot. Und sie haben ihn einfach jetzt hier als einen Scapegoat jetzt hier benutzt, also als einen Sündenbock benutzt und so weiter für den Krieg gegen den Terror. Also eigentlich das ist genau dasselbe, was eben der Lee Harvey Oswald gewesen ist. Ne? War einfach ein Sündenbock, den man gesucht hat. Ne? Nochmal. Der Mann hat definitiv nicht geschossen. Aber wer jetzt hier der Sündenbock war bei 9/11, war der Osama bin Laden. Und zum Glück habe ich dieses Video auf Dailymotion gefunden. Und bei Dailymotion kommt direkt das Überschrift: Bin Laden ist tot. Also die Premierministerin, wir reden jetzt hier nicht über eine Schwurblerin, ja, liebe kritischen Mitmenschen da draußen. Wir reden jetzt hier immerhin über eine pakistanische Politikerin, die die 11. und 13. Premierministerin von Pakistan gewesen ist. Ja, Die also. selbst ermordet wurde Die übrigens, selbst ne? ermordet wurde, ja, in 2007 ermordet wurde. Das heißt, sie muss in jedem Falle diese Aussage getätigt haben, wenn das jetzt hier nicht Hollywood ist, ja, vor 2007. Aber jetzt machen wir doch mal den Sprung nach vorne und gucken uns mal an, wann Osama bin Laden offiziell ermordet worden ist oder umgebracht worden ist oder wie auch immer, in 2011. Aber in 2000 oder vor 2007 hat sie schon gesagt, dass Osama bin Laden ermordet worden ist oder tot ist. Ja? Und sie hat auch die Menschen benannt, der das zu verantworten hat. Ne? Also, wer sich das angucken will, ich kann es auch hier gerne reinschneiden. Ich habe es mir nämlich da rauskopiert aus dem Video. And he also had dealings with Omar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden. Now I know that having dealings with people. Von daher, es gibt so viele Ungereimtheiten und vor allen Dingen, wenn es den Geheimdienst der Amerikaner dann betrifft, die CIA, ja, die arbeiten natürlich auch genau mit solchen Mitteln. Denn wer kennt denn jetzt Benazir Bhutto, bitteschön? Wer kennt die denn?
eine hochintelligente Frau, eine pakistanische Politikerin, und die wollte ihr Land eben nach vorne bringen, und dann ist sie ermordet worden, wie Kennedy und wie Robert Kennedy und wie noch einige andere mehr. Interessant. Also nochmal, die Geschichte jetzt hier ist zeitlich Minimum 3,5 Jahre vor der offiziellen Ermordung oder Aufspürung von Osama bin Laden. Den hat man übrigens wo gefunden? Zu Hause in Pakistan. Ne? Also nicht irgendwie, keine Ahnung, in Australien oder so, sondern einfach zu Hause. Naja gut, in Pakistan? Moment. Ach, guck mal hier, die war eine pakistanische Politikerin. Ah, eigentlich hätte sie ja ihre Mittel gehabt, um rauszufinden, wo denn ihre Menschen da so oder der größte Terrorist der Vereinigten, der überhaupt auf der Welt anscheinend damals gab, Osama bin Laden, wo der dann ist. Ne? Ausgerechnet in Pakistan. Interessant, oder? Ne? Eine pakistanische Politikerin sagt, der ist tot, obwohl die Amerikaner ihn erst 3,5 Jahre später umbringen und aufspüren. Na, gut, also Tote können übrigens nicht zurückschießen. Dieser CIA, tote Fische schwimmen ja auch nur mit dem Strom. Ja, genau. Der CIA-Boss Leon Panetta hat eben gesagt, ja, ich brauche die jesuitische Gnade und ihren Segen, um in Washington zu überleben. Mhm. Das hat er offiziell gesagt. Ihr seht das jetzt hier an den Untertiteln. Ja? In order to survive in Washington. So, jetzt habe ich mir den Satz einfach mal umgestellt. Ja? Das heißt, wenn du nicht überlebst, dann stirbst du logischerweise in Washington. Ja? Wenn du eben nicht den Segen der Jesuiten hast, dann überlebst du nicht in Washington. Das ist ja das, was er sagt. Ich habe das alles gebraucht, um zu überleben. Also wenn er das nicht gehabt hätte, dann hätte er nicht überlebt. Also sagt er ganz eindeutig aus, wer ihn da auf den Posten gehievt hat. Oder drücken wir es mal so aus, wem er schuldig ist, dass er auf diesem Posten bleiben durfte. Mindestens das. Das ist eben genau das, was ich meinte. Und zum Abschluss hier, die letzten 5 bis 6 Minuten, da möchte ich eben sagen, warum man vor Dokumentationen warnt. Und ich habe jetzt mal eine angerissen von Daniele Ganser, den sicherlich viele von euch hochschätzen. Und die zweite kommt also stehenden Fußes bald. Everything's a rich man's trick. Und Dokumentation heißt eigentlich ein Lernen. Ja, aus einem autoritativen Papier, ein Dokument. Ja, also Dokumentation kommt von Dokument, aber Dokument selber heißt interessanterweise eine Doktrin. Aha, dann gehe ich weiter zurück. Und dann heißt Dokument eben auch noch Lehren mit Autorität. Also das heißt, eine Dokumentation ist von irgendjemandem gemacht, der also eine höhere Position hat, normalerweise als derjenige, der sich diese Dokumentation anguckt. Logischerweise, ansonsten könnte er ja auch nichts dabei lernen. So, aber wenn das Dokumentation von Dokument kommt und Dokument von Doktrin kommt, dann heißt Doktrin eben der Körper oder das Körperliche von Prinzipien, Dogmas und so weiter in einem religiösen oder in einem sonstigen Feld der Wissenschaft. Ha, interessant, so, ne? Stopp mal eben. Ja. Stopp mal eben. Unter Document V, also das vorletzte, was hier auf der Seite steht. 1640s, to teach with authority, a sense now obsolete. See document, meaning to support by documentary evidence, is from 1711. Mhm. Warum ist 1711 hier ein ganz wichtiges Datum? Weil das Datum ist, wo die Jesuiten die Freimaurer komplett übernommen haben und die ganzen Orden neu geschrieben haben. Finde ich in diesem Zusammenhang nicht unwichtig, mal eben zu erwähnen. Mhm. 1710, 1711, da haben sie die ganzen neuen Grade eingeführt und die ganzen Scottish Rite-Dinger da aufgesetzt und in dem Moment die ganze Freimaurerei komplett übernommen, also knapp 160 Jahre, nachdem sie selber gegründet wurden. Ne? Das war 1540, 160 Jahre weiter bis so bei Anfang des 18. Jahrhunderts, da haben sie das gemacht. Fällt mir jetzt richtig, die Zahl fällt mir eben ins Auge, gut, wollte ich super. Nochmal eben zu bedenken geben. Ja, ist doch gut. Ja, und hier bei Doktrin beispielsweise gibt es die Monroe-Doktrin, die sich ja eben die Einmischung äußerer Staaten oder ausländischer Staaten in die Politik der Vereinigten Staaten verbeten hat. Ne? Und ich habe immer diesen komischen Beigeschmack gehabt, warum hat denn die Marilyn diesen Künstlernamen Monroe gehabt? Also,
Naja, gut, okay, das sind alles Zufälle, ne? Aber wie gesagt, wenn man jetzt bei JFK Documentary reingeht, es geht nur darum, wer ihn umgebracht hat. Es geht aber komischerweise seltener um den Grund. Es geht immer nur um Menschen. Es geht immer nur um die Oberflächlichkeit. Wer hat ihn jetzt den Schuss abgegeben? Wo kam der denn her? Gab es 2, 7, 12, 15 Schüsse? Ja, was eigentlich gar nicht wichtig ist. Wichtig ist, warum der Herr Kennedy dann jemanden quasi auf den Stips getreten ist, ne? Und das ist eben die Geschichte dazu, was eben in dieser Konstellation halt hier so herauskommt, dass der Autor dann wüsste, wer das dann da gemacht hat. Und ich bezweifle das. Ich bezweifle das deswegen, weil diese Dokumentation total an der Oberfläche und genau da falsch abbiegt, wo wir eigentlich auf Spur geblieben wären. Ja, und Menschen sagen tatsächlich jetzt hier, ich habe das Jahre zuvor gesehen und es hat meine Augen geöffnet damals. Aha. Ja, dann muss er aber jetzt heutzutage wirklich ganz Riesenaugen kriegen, wenn er dann mal die wirklichen Hintergründe der JFK-Affäre und der ganzen JFK-Geschichte macht. Denn das ist letzten Endes eine politische Sauerei höchsten Grades, was da passiert ist. Und zwar auf allen Seiten. Da ist jetzt keiner der einen besser oder schlechter. Die haben alle nur unterschiedliche Antriebe, aber es sind natürlich nach wie vor alles völlige Machtmenschen, ne? Und wie gesagt, das ist eine absolut hervorragende Dokumentation, sagen Menschen. Und ich sage, ich werde euch zeigen, wo die ganzen Fehler da drin liegen. Und wir werden anfangen, selber zu denken. Ja? Wir werden anfangen, selber zu denken. Denn was da passiert ist, ist letzten Endes, dass der König oder der amerikanische Präsident einfach ermordet worden ist an dem Tag. Und zwar absolut kaltblütig und aus Vorsatz. Nicht zufällig, nicht aus einem Affekt und nicht aus einem niederen Grund sozusagen, sondern aus ganz, ganz, ganz gewissen Gründen, die von ganz hochrangigen Menschen gedeckt werden. Denn wie viel Fehler bei dieser Aufklärung passiert sind, ja, also den Jesaja 12 hier, heißt letzten Endes, dass eben nicht alles, dass es eben nicht das ist, was dem Volk erzählt wird, ja, sondern es heißt letzten Endes, dass die wahre Verschwörung eigentlich eine geistige ist. Ja, aber dass der König eben getötet wird, haben wir ja in Folge 3 benannt, genau in dieser Szene hier, wo eben der Herr Kennedy da ganz, ganz kurz später dann auch schon umgebracht wird, ne? Und alle möglichen nationalen Archive gehen von Verschwörungsgeschichten aus, weil die Anzahl der komischen Zufälle in dem Kennedy-Mord liegen weit höher als eben Zufall. Und deswegen, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Überleitung für die nächste Sendung, aber ich spare mir das, weil ich weiß, dass der Jörg da mit den Hufen schacht. Und ich hoffe, dass es jetzt schon mal... Nö, so schlimm bin ich nun auch nicht. Aber weißt du, so, man weiß sowieso, dass alles eine Verschwörung ist, sobald mehr als eine Person involviert ist in so eine Sache wie ein Attentat. Weil zu einer Verschwörung gehören normalerweise immer zwei. Mhm. Mindestens. Außer bei einer Monolithic Conspiracy, einer monolithischen Verschwörung. Aber das ist ja ein anderes Thema, das wollen wir auch ein anderes Mal besprechen. Ja, dann denk dann. Nein, mach dein Ding und erzähl, was du erzählen willst. Ich scharre überhaupt nicht mit den Hufen. Ich habe genug in diesem Video bereits gesagt. Aber es sind halt so hier und da kleine Dinge, die mir auffallen. Da gebe ich auch kurz einen Kommentar. Und wenn ich sehe, dass wir über eine Stunde 30 sind, ja, weiß ich, dass viele Leute eben die Aufmerksamkeit nicht mehr haben. Und das ist schade, hier was verloren geht. Nee, klar. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Ich muss mal eben gucken hier. Moment. Ja, das ist alles für nächste Sendung, genau. Ja. Ich denke, mit diesem Foto schließen wir hier ein Schachbrettmuster mit zwei Schachfiguren und der Dunkle gewinnt. Ich glaube, das bezeichnet eigentlich eine ganze Menge Situationen, vor allem wenn man sich jetzt nochmal wie die alte Ausgangssituation zwischen Lyndon B. Johnson und Kennedy anguckt. Aber nochmal, das verbindende Element, was die beide haben, die sind beide Kreuzritter. Kennedy ist Kreuzritter von Columbus und Lyndon B. Johnson ist auch zum Ritter geschlagen worden. Tja, und nu? Bleibt bitte dran, in der nächsten 18. Sendung, also 18, aber bleibt in der 18. Sendung dran, wenn es wirklich in diese Dokumentation reingeht und wo wir dann reingehen, warum an diesem Tag genau diese Dinge passiert sind, weil es gibt letzten Endes nicht viel andere Möglichkeiten. Es muss einen Grund gehabt haben, warum genau die Stadt Dallas ausgesucht worden ist, und diejenigen, die es schon wissen, bitte ich einfach nur nicht zu spoilern, und dann wird garantiert auch wieder Dinge kommen, mit denen man nicht gerechnet hat, weil die Geschichte mit Lyndon
Lyndon B. Johnson und dem Wetter beispielsweise, ist mir auch erst im Laufe dieser Serie erstmal aufgefallen, dass es da doch zeitlich sehr interessante Animositäten gibt. Und wenn euch jetzt wirklich die Sache Kennedy weiter interessiert, dann bleibt bitte dran. Es kommt auch garantiert wieder mehr biblischer Content. Die richtige Zeitleiste heißt 30.06. der Papst wird gewählt. Kennedy, JFK, trifft in Rom ein am 1.7. Am 2.7. trifft er den Papst. Am 22.11. wird er ermordet. Am selben Tag, wo eben die Arche und die Taube, um Amerika zu katholisieren, in See sticht. Und einen Tag später hält der Papst schon die Rede und spricht von JFK als ein Opfer. Und am 25. wird Kennedy beerdigt, am selben Tag, wo sein Sohn den dritten Geburtstag feiert. Das hatten wir ja schon mal. Das ist genau dieses Bild hier, wo er salutiert. Und er ist später umgekommen bei einem Flugzeugabsturz. Aha. Und hier ist nochmal das Bild von Kennedy, wo er auf dem kleinen Stuhl den Papst, interviewt oder wo die beiden miteinander reden. Aber ihr seht ganz genau, welche Hierarchie da herrscht. Ja, das ist, glaube ich, eindeutig. Und auch die Frau Kennedy verbeugt sich da oder macht einen Knicks vor dem Papst, so wie sich das gehört, als braver Katholik. Und übrigens, Ritter kann man nur sein, wenn man Katholik ist. Denn man kriegt diese Ritterschaft verliehen im Zeichen der Ritterlichkeit. Und das waren eben nach wie vor immer diejenigen, die den Krieg geführt haben mit Schwert und Schild. Ja? Und die Politiker führen den Krieg eben mit dem Wort. Ja? Ja, mit dem Bild verabschiede ich mich. Danke fürs Dabeibleiben. Sorry, wenn es ein bisschen länger geworden ist, aber ansonsten hoffe ich, das ist eine gute Vorbereitung für die nächste Sendung, wenn es endlich darum geht, was in Dallas da so alles passiert ist an einem Tag. Behaltet euch wohl, lest die Bibel und Maranatha.